Multiplayer gehe. Das geht mir so auf die. Wieso hat er denn jetzt auch schon wieder. Ach Mann. Ich kann nur eigene Multiplayer einstellen, das wollen wir ja nicht. Jetzt habe ich Charakter 1 gewählt, aber wir sind nicht zusammen. Jetzt? Jetzt? Ich habe noch eine neue Einladung über Steam verschickt. Ja. Ich versuche jetzt mal im Spiel deine Einladung. Ja, das geht. Im Spiel? Also ich bin im Spiel geblieben und habe jetzt deine Einladung nochmal angenommen. Und jetzt joinst du mit jetzt rein. Steht hier Spielbeitritt. Anfänger ist der Session beigetreten. Cool. Okay, dann ist es so, dass wir tatsächlich das Spiel starten müssen und dann deine Einladung annehmen. Nee, ich habe hier auch noch was geändert. Ich glaube, bei mir läuft es auch. Oh, das ist ein kleiner Traum. Ja, die erste Stunde vorbei und wir sind ja, jetzt im Spiel. Ja, es kann losgehen. Ich muss und liebe Leute, so, wir treffen uns dann in der Kirche von Stadtholm oder wie das heißt das hier? Wir sind im Bunker, glaube ich, ne? Kommando, nee, ich bin in der Kirche. Und zwar in der Kirche Stallholmen. Okay. An dem Bunker sind wir schon. Den Wesslern, da sind wir schon lange raus. So. Kirche. So, wo genau willst du jetzt hin? Ratter. Nora Stallholm heißt die Insel. Das ist so ein langgezogenes Ding. Das ist alles langgezogen hier. Ja. Schön. Da steht Nora so eine Kirche drauf. Da sind so zwei Trecker und ein Dorf und eine Kirche. Ja, da, Nora Saltholm. Mhm. Und da die Kirche. Unterschlupf. Und Schnellreise. Hobby. Hui. Wenn das alles im wahren Leben so einfach wäre, Frank. Tanda. Tanda? Tanda ist dran. Panza. Alter. Also wir wollen zu dem Marinestützpunkt oder habe ich jetzt irgendwas nicht mitbekommen? Kirche? Ja, die Kirche ist ja, das ist ja ganz anders. In Saltham, ne? Und sehe ich hier keine Kirche auf dieser Insel. Insel? Ich glaube, du guckst falsch. Oder? Also geh mal auf Map. Ja, ich sehe euch. Da wo wir blinken. Ja. Da wo wir blinken, genau. Da dürftest du gerne mit dazu kommen. Wenn es denn nicht zu viel verlangt. Weil ich ja da noch nicht war. Und deswegen habe ich da auch keinen Wegpunkt, wo ich hinjoinen kann. Da warst du noch nicht. Da warst du noch schon. Nö. Ja, und wo bist du jetzt? Er ist. Wir schon. Du bist da unten. Unterschlupfkommando Bunker Wesslern bist du jetzt. Und du hast keinen Sprungpunkt zum Unterschlupfkirche. Nee. Genau. Da komme ich nicht hin, wo ihr seid. Das nächste wäre jetzt nach Hestwig. Stimmt. Wir sind. Vom Spielstand da, woher. Ja, dann gehen wir da jetzt hin. Kann ist ja alles nicht so schwierig. Also, nach Hestwig oder wo seid ihr jetzt hingejoint? Zu dir. Zu dir. Einfach stehen bleiben. Einfach stehen bleiben, nicht bewegen. Lauf nicht weg. Oh, da ist er doch schon. Hey! Oh, da sind sie, Andy und Candy. Also gut. Ja, stimmt. So, ey. Seid ihr aus demselben Farbtopf gestiegen? Oh nein. Ja, Mensch, Leute, dann können wir ja nicht anfangen. Ist ja ein kleiner Traum, dass es doch noch geklappt hat. Aber mein Charakter hat sich entwickelt, oder? Wenn du überlegst, hier, der Streber. Geil, der Helm ist das beste Accessoire, das man bei dir so. Ey, das ist perfekt. Wegen habe ich den gerade auf, den pinken. So, wenn wir mal ins Log gucken. Log. Dann sehen wir Zufluchtsort. Du bist bewaffnet, bla bla. Achso, das war over and out. Suche den Standort des zweiten. Was suche? Etwas, das den Standort des zweiten. Marinestützpunkt. Missionsgegenstände. Haben wir nicht. Und aber der erste Kontakt findet in den Ruinen von. Was findet die Ruinen der Burg von Ibulholmen? Oh, wir haben Besuch. Was? Ja. Oh ja, Lord Snackerts. Du hast nicht zurückgejoint auf. Nix. Ja. Oh. Solange er nicht rumnervt. Ja. So, also wir wollen jetzt erstmal raus aus dem Bunker. Also gut. Hab ich jetzt mal so.
Achso, hier war die große Planwand noch, genau. Da konnte man genau, ja irgendwie ins Feldzug planen. Ich muss mal telefonieren. Hallo? Hallo? Ja, genau. Da ist er, da ist er. Dann macht wieder alles kaputt. Ich hasse Fernseher. Alte Röhre. Hallo, könnt ihr mit dem Scheiß mal aufhören? Ich kann mich nicht konzentrieren. Worauf denn? Das, ja, so haben wir noch jemanden mit dazu bekommen. Ist ja auch schön. Moin, Lord. Hauptsache, der klaut uns nichts. Das haben wir jetzt nicht mehr im Griff. Ja, das ist in Gottes Händen sozusagen. Lord Gott. Snakes hört sich ein bisschen an wie so eine billige Version von Voldemort. damit werde ich bestimmt voll der Held, Alter, geil. Haben sie alle Angst vor mir. Genau, ich habe eine Geschichte geschrieben, das ist doch Perry Motter. Alter. Very hotter, seine, Alter. Seine Freundin Permine. Voll die coole Geschichte. Voll die coole, da. Der kann zaubern. Der kann machen, dass Luft stehen. Ja. Ja, guck mal, ich habe vorher durch Bild. Wumm. Ah, schön. Und die Termine stuckt immer die Schnecken. Oh. Das ist oh, ach, hier geht's, glaube ich, hoch. Was? Hier geht's hoch. Also hier geht's, glaube ich, hoch. Ja, das ist so eine Treppe raus. Ist schon immer ein gutes Anzeichen dafür, dass es ich höre schon wieder. Oh. Nee, das ist der Scanner, der dich abscannt, wenn du von außen kommst. Ach, welch blaue, schöne Nacht. Tja, blau, ja. Wer hier blau ist. Blaue, schöne Nacht, Alter. Leuchtturm, Sternennudden. Sternennudden? Nee, Stehennudden. Cool. Was das wohl für eine Gegend ist, Alter. Leuchtturm, Stehennudden, ey. Geil. Over and out. Da hinten ist over and out. Markierst du? Ich versuch's gerade. Wegpunkt setzen. Na? Oh, ich könnte auch Wegpunkte setzen. Kannst du wieder? Achso, cool. Ja, es war scheinbar. Müssen wir zwischendurch darauf achten, wo ist denn eigentlich der. Ist dann an den Standort gereist? Lord Snack. Wie funktioniert der Chat hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Oh. Enter. Jo, habe ich auch gerade gesehen. Und wo habe ich jetzt? Jetzt habe ich meine Markierung verloren. Aber so blind in den Wald rein. Ich kann mich hier nicht auf 30.000 Sachen gleichzeitig konzentrieren, das geht nicht. Warum nicht? Du bist live. Ja, ich bin live. Ich bin nicht an der Bande. Ey, du warst jetzt 14 Tage im Bootcamp. Da muss ja etwas bei rumgekommen sein. Ja, stimmt. Das ist wohl wahr. Wir haben noch etwas verbessert. Ihr seid nicht mehr viel schneller, nur noch schneller. Nur noch. Ja, Smicke. Nee, schön. Es dampft schon da wieder ab. Nee, ich stehe hier gerade rum. Was, ich bin schneller als du, wenn ich hier nur rumstehe da hinten. Ich habe Kontakt aus Westen. Ich sehe wenigstens einen kleinen, einen mittleren, einen von den Hunden. Soll schießen? Und das da hinten würde ich fast für einen, für den größeren. Rechts daneben, da würde ich sagen, es könnte sogar ein größerer sein. Hä? Ich sehe keinen. Oder ist das ein Haus? Ist das das Haus? Das ist das Haus. Ich schieß mal, der ist nämlich gleich weg. Nee, nur warte mal. Ja, guck. Der kommt jetzt. Die Hunde des Herrn. Also zwei. Da kommt noch einer. Genau jetzt muss ich nachladen. Wie immer. Wie immer, ja. Wieso dödelt er bei mir hier rum? Warte. Boah, wie lange leid. Geh weg. Na komm. Seh den nicht mehr, wo ist er? Das ist hinter der Hügelkuppe in Deckung gegangen. Das ist ja krass. Ja. Shit. Oh, ja, cool. Das haben sie definitiv. Der heilt sich gerade. Ja, das Blöde ist nur, wenn du hinter der Hügelkuppe in Deckung gehst und du hast hinten so einen großen Tank, der über die Hügelkuppe rausguckt. Ja, aus deiner Position, aus meiner war weg. Also ich hätte ihn ja zweimal getroffen. Boah, zwei. Jetzt wollen wir doch mal gucken hier. Kann man Autos benutzen jetzt? Das wäre ja voll krass geil. Und passen ja alle rein. Wir gehen in den Kofferraum. Du,
Nö, aber hier ist auch nichts. Kann man nichts benutzen. Vielleicht gibt es halt nur spezielle Fahrzeuge. Was machst du da? Machst du gerade AA vorm Auto oder was? Ihr macht beide komische Sachen. Neue Hose besorgt. Meine Kacke gemacht. Ja, neue Hose besorgt. Oh, hier sind zwei Kisten drin. Brauche ich nicht. Brauche ich? Was? Mein Inventar ist voll. Für 6 Schuss. Was brauche ich denn mal nicht? Was brauche ich denn mal nicht? Die hier brauche ich nicht. 6 Schuss. Ja, Kanda, ich habe dir da nochmal wieder für deine. Wie heißt die blöde? Diese Standardpistole da. Habt ihr die zweite Munikiste auch gesehen? Ja, sehr gut. Was? Die zweite, du machst den Rucksack, der neben der Kiste liegt? Nee, oder? Hier ist noch eine Munikiste. Da. Oh! Bitte, gern geschehen, Jungs, gern geschehen. Ja. Nehmen wir gerne ab. Schnell ist nicht immer gut. Das ja, bitte. Das bietet er sich jeden Abend vor. Schnell ist nicht immer gut. Ja. Komm du mal nach Hause. Ja. So, ihr Lieben. Winkt mal unseren Zuschauers. Hallo. Ja, wir sind im Übrigen harte Verfechter von Generation Zero. Das Spiel hat sich seit dem Release, zudem es zugegebenermaßen nicht so sonderlich prickelnd war, hat es sich doch deutlich verbessert. Ich würde sagen, da ist immer noch Luft nach oben, aber das Spiel hat vom Schwierigkeitsgrad her auf jeden Fall angezogen. Also letztes Mal hatten wir gut Spaß, würde ich mal sagen. Ja. Ist der andere Kollege eigentlich noch mit am Start, oder? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn auch nicht. Der hat sich irgendwo hingeportet, hatte ich gesehen. Ja, zum Leuchtturm hoch. Ja, dann geht uns jetzt nicht so. Dann mache ich das Multiplayer. Wer kann beitreten? Nur auf Einladung. So. Ich bin rausgeflogen. Dann machen wir wieder Closed Community. So. Oh, ich habe Kontakt. Ja, da war letztens ein bisschen der Teufel los. Da waren wir ja schon. Ja, stimmt. Laufen wir eigentlich gerade richtig? Wollten wir nicht? Doch, wollten wir. Ja, und zwar anscheinend. Ach, hier haben wir die Toten. Hier steht auf jeden Fall Sicherheitsmission over and out. Ja, das hat wir irgendwie nicht abgeschlossen. Schubst doch nicht, kleiner Mann. Ich glaube, hier in dem LKW steckt einer drin, war das nicht so? Ja, da war was. Und da hinten steht auch einer, warte. Weiß ich, ob es einen Respawn gab oder ob die... Ja, immer. Okay. Da hinten steht einer und ich erwischt ihn nicht. Und er hat mich gesehen. Wow, der schießt zurück. Oh, ja. Warum tut er mich fest, würde ich sagen. Da kommt ein Großer. Da kommt ein mittlerer hier. Ja, nein, ich weiß nicht, was das ist. Wow. Oh, sind es zwei? Wow. Ist der gerade aufs Klo oder was? Kommt weg, der ist ja nicht. Oh! Scheiße! Irgendwer ist da gestorbt, kann das sein? Ja. Kanda hat sich geopfert und ich hab mich geopfert, der ist auf mich draufgesprungen. Das wird als Opfer angenommen. Ja, genau. Ich hab nicht gesagt, freiwillig geopfert, oder? Nein, hab ich nicht. Ganz genau. Hat sich unfreiwillig geopfert. Sehr gut. Der Held. Oh. Hm. Hui. Achso, ich sollte vielleicht auch mal wieder tanken. Oh, du bist doch wieder voll wie einmal gleich, wenn du tankst. Ja. Voll wie eine Strandhaubitze.
Ding ist fast geschmeidig. Wo der Spruch herkommt, möchte ich auch gerne mal wissen. Voll wie eine Strandhaubitze. Was ist der tiefere Sinn? Ja, frag doch Dr. Google. Ja. Ist so einfach. Müssen wir jetzt eine These aufstellen. Ja. Synthese? Weil eine Strandhaubitze voll mit Sand, man kann nicht feuern. Sehr unschön. Vom Winde verweht. Ah. Ja. Und das würde dann also bedeuten, voll eine Strandhaubitze, man ist unbrauchbar. Am Pegel, sozusagen. Voll mit Zeug, das keiner braucht. Also es ist meine Theorie. Ach, hier war ja auch ein bisschen Action das letzte Mal, glaube ich. Hier war richtig Action das letzte Mal. Mit Ansage. Wir konnten vorher rein und ein bisschen bluten, glaube ich. Ein bisschen bluten konnten wir hier letztes Mal. Ich glaube, das war richtig böse, hat auf die Fresse gegeben hier. Aber wir hatten es überstanden. Ja. So wie wir das hier immer überstehen. Im Hintergrund wieder voll die krassen 80er-Jahre-Special-Sound-Effects hier. Leere Kiste, hier ist irgendwie schon alles leer gelootet. Oh, es regnet auch noch. Ja, das ist nicht so schön. Ja, ich habe so ein Bundeswehr-Regencape. Ja, es erinnert mich an den Urlaub mit Underfanger in Schweden, 2 Wochen lang. Ach, da. Waren 12 Tage Regen. Ja, man sollte nicht jeden so schön in Schweden. Das klingt unheimlich romantisch. Ihr habt zueinander gefunden in diesem Urlaub, ne? Ja, genau. Kontakt! Vor allem, als wir die Spinnen gefunden haben. Kontakt in. Was ist das? Südwest-West? West-Südwest? Was ist der Geier? Weiß ich nicht, da oben ist eine. Da oben sind kleine. Diese kleinen. Rattkäfer. Oh, gut getroffen. Und da hinten steht noch einer unter der Laterne. Ja? Sehr gut, dann kommt da noch ein Krabbelkäfer. Jetzt lade ich natürlich, da kommen 2. Da hinten kommt so ein roter Punkt. Shit. Ja, das ist wie. Tontauben schießen. Genau, 3 Leute schießen auf eine Tontaube. Die Tontaube fliegt weg. Ja. Tontaube denkt sich auch so, dann haben die alle Arsch auf, da hat nichts anderes zu tun. So, und jetzt sollten wir hier irgendwie was finden, ne? Oh, hast du hier irgendwas mit irgendeiner Sendeanlage? Da. Käfer. Geh weg. Laster. Da war noch einer. Oh, im Haus hier. Pass auf. Oder hinterm Haus. Kommt noch was Größeres um die Ecke, oder? Letztes Mal. Ich hab Kontakt gehabt, ja. Oh, die Kisten sind alle geöffnet, okay. Ich höre hier schon wieder so ein Geschnalze. Hörst du da knackern? Ach, du hast der Wand muss auf jeden Fall was sein. Ich kann mal den Tank zum Laufen bringen. Ach, da. Ja. Ach, super. Kaputt. Hier müsste das irgendwie drin gewesen sein, oder nicht? Den Panzer können wir nicht fahren. Warum? Warte, ich hab Schlüssel. So, warte mal. Schwergartenpunktmastkarte. Z zum Lesen. Z mehr lesen. Toll. Ich habe nicht rechtzeitig Z gedrückt. Wir werden nie erfahren, was passiert ist. Ja, genau. Selbstzerstörungsleiter. Wir werden nie erfahren. Oh mein Gott. Hat jemand von euch Schrotmunition übrig? Ich guck mal. Oh. Wäre sehr verbunden, wenn es mir was geben würde. Bin dabei. Ja, vier ganze Schuss habe ich, aber naja, man soll. Oh, danke schön, wir können was anfangen. Oh, warte mal, ich habe noch mehr. Da ist noch einer. Ich bin sehr verdient, das gerade loszuwerden. Gegenstand ablegen. Ja. Ist man nicht so genervt? Was? Ne? Wer ist genervt? Ich habe Giftgasbehälter gefunden. Damit können wir die Maschinen vergiften. So, guck mal, Tjonda, für dich habe ich auch noch was. Jetzt legen wir nicht schon wieder so eine alten Granaten dahin. Ich habe keinen Platz mehr. Oh, du stehst direkt auf einer Waffenkiste übrigens, ne? Ich weiß, deswegen brauche ich ja Platz. Braucht jemand ein mittelgroßes Lautsprechermodul? Ich habe auch eins, witzigerweise. Ach, willst du mir jetzt auch haben? Nein, möchte ich nicht. Oh, ich habe es verloren ausgesehen. Ich glaube, das ist Deckel. Okay. Kanna, hattest du nicht? Ne, wer hatte denn einen Revolver genommen? Ich habe keinen. Oder hatten wir den wieder weggegeben?
Also ich habe keinen. Wir haben niemanden mit Revolver. Okay, dann brauchen wir den Kondensator auch nicht. Kompensator. Okay. Gut. Aufmunitioniert und weiter. Ja, genau. Aber irgendwas sollen wir hier noch machen. Hier war doch... Wo ist ja, wir sollen... Ja. Wir haben noch einen Log. Ja, guck doch mal einer ins Log, bitte. Genau, dieser Funkmast. Erreiche den Funkmast. Okay. Erreiche den... Der Funkmast im Marineschutzpunkt wurde zur Zerstörung des Funkverkehrs genutzt, indem eine der Maschinen sich darin einklingte. Das Entfernen der Maschine stellte den Funkverkehr vorübergehend wieder her und eine Zeit lang war eine russisch sprechende Stimme zu hören. Es wurde ein anderer Funkmast erwähnt, der möglicherweise die Störung aufrecht erhält. Wenn du ihn findest und den Störsender entfernst, müsste der Funk wieder einsatzfähig sein. Okay, das haben wir aber letztes Mal schon gemacht. Und dann habe ich hier, wenn du auf den Kompass gehst, Scherengarten Funkmastkarte. Laut Karte befindet sich der nächste Funkmast im westlichen Teil von Nora Saltholm. Hinweis auf der Karte zeigen an, dass ein Team entsandt wurde, um die Unterbrechung der Funkkommunikation zu untersuchen. Okay. Also Nora Saltholm, wo ist denn das Map? Nora. Also das wäre das, wo wir eher gerade auf dem Weg waren. Nora Saltholm ist die Insel über uns. Okay, genau. Das heißt, da im westlichen Teil. Ja. Habe ich so vorgelesen, glaube ich. Fähranleger. Gehöft. Over and out. Sicherheitsmission. Da. Wegpunkt setzen. Da müssen wir grob hin. Okay. Auf der Karte würde ich dann jetzt aber vorschlagen, wir bewegen uns hier an der Küste einmal nach oben hin zu dem Bauernhof. Jo. Und da von da aus gucken wir weiter. Ja? Okay. Alles klar. Dann würde ich aber sagen, sinnvollerweise. Machen wir das, wenn es nicht regnet? dass ich da erstmal den Wegpunkt setze. Da. Schalalalala. Was mir hier eigentlich. Seit das so munitionsaufwendig geworden ist, traue ich mich immer nicht an Munition vorbeizulaufen. An potenzieller Munition. Ja, das hat sich ordentlich geändert, ne? Das hat sich geändert, ja. Das war am Anfang bisher. Der Kontakt. Aber ja. Es kann ein bisschen im Bunker sein. Im Bunker oder auf dem Hügel? Ach, wo Kontakt hattest du nicht Sonntag ein Date, oder? Wer, ich? Nee, ja, du. Genau. Woher weißt du das? Oh, nur hoffentlich. Okay. Wir kommen hier gerade irgendwie nicht hoch, ne? Kann das sein? Nein, wir müssen außen rum. Boah, jetzt habe ich gleich. Jetzt habe ich hier aber. Ah, Fallschaden. Okay, gehen wir außen rum. Ich habe einen gehört und der klang wirklich groß. Ja, und ziemlich sauer. Ah, man kann während dem Laufen essen. Ist ja schön. Geheim. Essen? Essen, also während dem Laufen. Ja, ja, du meinst heilen oder was? So ein Medipack reindrücken halt, meint er. Essen. Genau. Essen. Hexenwald, ey, Essen. Große Städte in Nordrhein-Westfalen. Essen. Oder war das kein Quiz? So. Ja. Aber der Kontakt, der bleibt hier irgendwie bei mir. Und das, ja, der ist bestimmt wieder im Bunker und dann hast du den jetzt die ganze Zeit an den Hacken. Das haben sie also immer noch nicht gefixt. Großes Problem. Aber wir haben doch was gehört. Ich glaube oben auf der Kuppe bestimmt. Na ach Quatsch. Ich sehe hier nichts. Hier ist nichts. Wenn ich hier drauf rumgehe, dann zwitscht der um mich rum, der Dings da, der ist unten im Bunker drin. Der nicht. Der klang komisch. Ja, ein Brumpfschrei. Ja. So ein, Alter, was ist das? Ein Techno-Hirsch. Was ist was? Ja, mit dem Schrei. War ein bisschen unheimlich, ne? Wie so eine Mischung aus Generation Zero und The Forest, Alter. Ja, genau. So Roboter. Da unten ist irgendwas, warte mal. Was ist das da unten? Zelt. Da blinkt aber irgendwas drin. Ja. Bunkereingang. Ach so. Ja, nee, das brauchen wir nicht. Wir sollen noch da drüben hin.
So. Ich habe das Gefühl, wir entfernen uns von dem Geräusch. Das ja, macht nichts. Das kann sein. Aber ich, meine Vermutung wäre jetzt halt immer noch, dass sich das die Quelle des Geräusches da in dem Bunker drin befinde. Ich meine, wenn wir jetzt natürlich unbedingt wollen, dann können wir da natürlich auch noch reinmarschieren. Aber da wir ja eigentlich zu dem Punkt kommen wollen, an dem wir waren, als uns der gute Ingjald verlassen hat. Okay. Jetzt sollten wir jetzt eine Mission haben. Oh, eine Mission gibt's hier. One Mission. One Mission. Hat er damit hier das Haus gemeint mit einer Mission? Ja, also als ich das Grundstück hier betreten hat. Er zeigt dir mal an, wie viel Gegenstände und wie viel. Ja, genau eine Mission und nur 6. Geil. Ey, hier, das ist doch der LKW mit den Doppeltüren. Was, die hat er noch? Das ist jetzt der LKW, den man fahren kann. Genau, aber erst wenn du die zweite Tür geöffnet hast. Weiß ich nicht, ob er die noch hat. Nee. Nee. Gut, dann kann man da jetzt rein? Nee. Also nicht, damit es komisch klingt, aber vorher hat er sozusagen 4 Türen. Ja. Nicht 2. Ein 4-Türiger, 2 Türe. Geil. Hier ist ein Kästchen mit Schalldämpfer für Jagdgewehre. Stufe. Oh. Oh. Ich habe eine Werkbank gefunden. Oh. Mit einem Fahrrad dran. Du könntest das Fahrrad fahren. Halt eine Fahrzeugstation benutzen. Oh! Nee. Fahrzeug spawnen, geil, die kann fahren. Ein Zügel in Himmelblau. Wie geil ist das denn? Fahrzeug spawnen. Wo ist es? Ich hätte gerne mein Fahrzeug gespawnt. Warum sehe ich das hier nicht? Das ist bestimmt, weil ihr. Hier! Da! Hier! Ja! Aber geil. Ich habe auch eins. Ich kann Rad fahren, super. Aber ich kann nicht aufsteigen. Da steht nur Halte. Ey, ich möchte höflich erwähnen, dass sie uns abgehört haben. Oh! Jeder hat sein spezielles Fahrrad. Ah. Oh. du meinst Fahrradfahren ist gar nicht so. Upsi. Das macht er immer nur bei dir im Übrigen, ne? Wer hat ihn kaputt gemacht? Da fährst du einmal mit dem Fahrrad gegen den Zaun oder so. Oh Mann. Aber, John, erinnerst du dich an die Gespräche mit den Fahrrädern, was, dass das eigentlich gehen müsste? Ja. Ja, wie cool ist das denn? Geil. Yay! Mein Rad ist weg. Ja. Was? Nee, das sehe ich da, hier vorne, nicht das links neben mir. Also das hier kann ich nicht mehr aufheben. Jetzt. Hops. Geil. Ist das geil. Sollen wir den Hof hier noch? Ich komme nicht durch. ich kann nur im Kreis fahren, scheiße. Ist zu dick. Die Lenkung ist. Ich kann nur im Kreis fahren. Ich kann hier sogar rückwärts fahren, Leute. Das, oh, von da oben kommt irgendwas. Oh ja. Oh, oh Mann. So, ich wundere mich, warum die Optik so scheiße ist. Na? Das falsche Gewehr in der Hand haben. Ja toll, dann sind es 11,5 GB, kann man da runterladen, um das Spiel zu modifizieren. Man freut sich, dass man jetzt was fahren kann. Panzer, LKW oder irgendwas. Ja. Nein, blaues, altes Fahrrad. Schön. Ich bin stolz auf uns. Cyan ist nicht gleich blau. Ja, ist doch lustig. Wie gesagt, in den Anfangszeiten haben wir uns oft drüber unterhalten. Ja, stimmt. Und dass man zumindest mit den Fahrrädern irgendwie fahren können müsste. Mindestens mit den Fahrrädern, genau. Versuch mal, ob ich hier aus der Höhe rausspringen kann. Okay. Mit dem Fahrrad? Ja, oben aus der Scheune. So eine Sprungschanze, meinst du? Ja, und ich habe keinen Fallschaden genommen. Aua! Jetzt bin ich gegen die Wand gefahren und habe jetzt... Das war ein bisschen doof aus. Okay. Folge der Straße, um nach einem sicheren Ort zu suchen. Na dann.
Oh mein Gott. Oh, ich schaff's jetzt nicht mal hier vernünftig hoch zu. Oh, oh, wir bekommen Besuch. Das geht jetzt nicht. Oh, ah. Da kommt noch einer. Na. Sowohl. Okay. So, und wenn hier nochmal beim Fahrradfahren gestört werden, ne, dann kreist hier der Hammer. Ich geb's auch eine Scheiße. Ist ein bisschen schwierig. Man kommt sich so ein bisschen vor, weißt du, links und rechts noch so eine Bommel ans Lenkrad und dann. Ja, ein Fuchsschwanz hinten dran. Ja. Und vor allem verunglückst du mit den Fahrrädern, wenn du auch nur irgendwo leicht gegenfährst, als wärst du direkt. Vor allem kannst du es überhaupt nicht lenken. Platz. Ich weiß ja nicht, was euer Plan ist, aber ich gehe vorläufig zu Fuß. Ich stehe irgendwie. Ja, da hängst du im Zaun. Kannst du absteigen? Oh, nee. Generation Zero has stopped working. Ach komm. Nein. Das hast du nicht wirklich gemacht. Doch, das war alles im Rad. Und alles nur, weil er Fahrrad fahren wollte. Alles nur, weil er Fahrrad fahren wollte, ja. Ach, Mann. Was ist das für ein Geräusch? Rülp. Was war was für ein Geräusch? Ja, so, das kann ich beschreiben. Mechanisches. Das da vielleicht. Das Spiel ganz abgestürzt? Ja, komplett. Ne, bei mir auch. Also hier steht ein Roboter, der auf mich zuläuft. Genau. Hier steht nix. Genau da, wo du jetzt stehst. Ne, das ist ja cool. Ne, den kann ich looten, der ist schon tot. Ja. Aber der ja, läuft. Ja, gut, das ist ja, das sind Marginalprobleme. Nur das kann da raus ist jetzt halt. Du sagst Bescheid, wenn du das Spiel wieder so weit hast, ja, dass ich dich einladen kann. Ja, ich starte es gerade wieder. Es ist nicht richtig total abgestürzt, aber... Ich habe jetzt aber auch Probleme, ich kann keine Kiste mehr öffnen. Das Fenster geht immer sofort zu. Boah, komm. Ja. Das ist doch Bockmist. Also das Update schätzungsweise relativ frisch und die haben die Bugs noch nicht ausgeräumt. Nee, also ich sag, ich habe gerade Schwierigkeiten. Bugs mit Anlauf, Alter. Ja, ich müsste auch reloggen. Bei mir dreht hier gerade alles durch. Ich kann die Kiste nicht öffnen. Bei mir bewegt sich alles. Hast du was getrunken? Zurück zum Desktop, zum Hauptmenü. Das bedeutet dann ja aber, dann muss ich euch wieder wo abholen? Ach, mal gucken. Wir können zu dem mal. Nee, das war ein Unterschlupf hier, ne? Wenn ihr euch den Unterschlupf geholt habt, dann könnt ihr auch hier respawnen. Herr Doktor, ich habe einen Unterschlupf geholt. Ja, genau. Nehmen Sie heiße Zitrone und gehen Sie ins Bett. Halten Sie schön warm. Aber nicht zu lange, sonst wird es überschwemmt. Ja, dann lad doch nochmal ein, irgendwie. Ja. Irgendwie? Ja, wenn du magst, so. Wie du kannst, so, ne? Quasi das Spiel starten, nämlich, oder? So war das ja vorhin. Genau. Ja. Also, ich habe euch und beide dann, jetzt eingeladen. Ich habe keine bekommen. Ich auch nicht. Ja, das ist irgendwie buggy jetzt, ne? Die Fahrräder haben das Spiel zerschossen. Also merkt euch, wir fahren kein Fahrrad. Ja. Aber ihr seid ja beide auch im Spiel drin. Bin nur auf der Oberfläche. Ja, aber hatten wir nicht vorhin gesagt, ihr müsst aus dem Spiel ganz raus? Nee, wir mussten ins Spiel rein und dann. Warte. Dann kommt die Anleitung. Keine hektischen Aktionen hier, bitte. Jeder. Fahrzeuge erlauben. Ja, egal. Ah, nein. Lieber nicht. So. In Lobby einladen. Ging das? Jetzt, ja. So. Das heißt, ich muss das Spiel erst für alle freischalten.
Dann kann ich euch in die Lobby einladen. Und dann kannst du wieder einschränken. Dann muss ich warten, dass ihr da seid. Ihr seid jetzt 1,8 Kilometer. Ihr müsst mal gucken, ob ihr den Unterschlupf hier bekommen habt. Okay. Also. Yep. Ja. Das Guide. Das Guide. Nicht schlecht, Specht. Mal gucken, was bei mir auch geht, wenn ich dann irgendwann mal drin bin. Was Miso. Dauert da schon wieder so lange bei Ihnen? Ah, da ist er. Tata, und es ist wieder hell. Das ist nicht schön. Ja, ich habe hier die ganze Zeit alleine im Dunkeln ausfahren müssen. Ein bisschen tust du mir leid. Ja. Nicht wahr? Aber Fahrradfahren habe ich keinen Bock mehr. Ne, Fahrradfahren ist doof. Das war mir jetzt so. Wir warten, bis man Panzer fahren kann. Das ist sowieso viel geiler. Ach, ich habe auch das Problem, dass ich den Kollegen hier looten wollte und jetzt läuft der auf der Stelle. Ja, das hatte ich auch. Und dann ja, ich gehe mal weg, weil bei dir hat es dir dann irgendwie dann die Sache. Dann sehen wir halt einfach zu, dass wir hier jetzt wegkommen, damit uns die Bugs nicht anstecken. Die Bug ist Buggy Town. Und dann Buggy Town. Da hinten ist. Ja, okay. Da hinten ist unser Wegpunkt. Ich laufe jetzt zum Wegpunkt. So. Ja, ich laufe. Schweinegrippe, ja. Schweinegrippe. Obwohl hier wir mit dem Fahrrad natürlich viel schneller werden jetzt. Genau. Ja, wenn das so ist, lass doch nochmal probieren. Ja, komm du nach, wir sind immer so langsam. Wo seid ihr denn? Ja, das ist vielleicht auch besser, wenn du ein Fahrrad hast. Ja, aber ich habe auch diesen Ausdauerbalken, der ist bei mir immer ratzfatz aufgebraucht. So, Kirche von Stalholm, das ist auch nochmal. Dann gehen wir jetzt die Straße straight hoch nach da. Aber der Wegpunkt ist hinter uns. Dann holen wir uns die, was? Der Wegpunkt ist hinter uns. Und warum habt ihr diesen Ausdauerbalken nicht? Also ich habe unten dieses Plus mit 100%. Ja. Und rechts davon habe ich so ein Herz mit Herzfrequenz und dann 5 Balken. Ja, und die bewegen sich gar nicht. Und wenn ich laufe, sind die ratzfatz voll. Der Wegpunkt kann sich nicht hinter uns befinden. Oder was, den habe ich doch gerade neu gesetzt. Na und? Dann trotzdem mal klug scheißen. So, was hast du? Also ich habe den Lebensbalken und dann habe ich noch so ein komisches Herzchen. Genau, und der ist bei mir jetzt aufgebraucht und jetzt werde ich wieder langsam. Echt? Da okay, tut sich bei mir gar nichts. Bei mir auch nicht. Ja, genau, guck mal, deswegen seid ihr immer schneller. Das ist, weil du den Skill hast. Du hast den Skill, lange durchzuhalten, darum kannst du auch irgendwann erschöpfen. Wir sind einfach zu dumm, zu rallen, dass irgendwann das mal eigentlich vorbei sein müsste. Wir fallen einfach tot um. Da hinten ist einer auf der Straße, ein großer, glaube ich, hinter den LKWs. Noch ein Taschenlampe, sag ich schon. Wir haben noch ein Fernglas. Schau doch mal. Freunde, ich habe ein Jagdgewehr. Also gut. Meins. Ja. Meins ist kaputt. Also mein. Das ist ein großer, ja. Den sehe ich. Was heißt ein großer? Ein großer oder ein ganz großer? Großer. Ich glaube, die ganz großen sind größer. Oh, Alter. Ach. Wir werden es gleich sehen. Er wird sauer. Er kommt jetzt. Echt, ich sehe den überhaupt nicht. Wo seht ihr den denn? Hinter dem LKW. Dann stehe ich offensichtlich genau so, dass man den so ganz direkt gerade nicht sehen kann. Das sehe ich ihn auch nicht. Muss ein bisschen über die Straße, von der Straße aus sieht man ihn dann. Aber er bewegt sich ein bisschen. Ach, da auf der Brücke. Ja, ja. Ach, ich denke direkt hinter dem LKW. Hä, was labert ihr denn da? Hätten wir gute Deckung, Mann. Jetzt windet hier gleich volle Lolle los, das weiß ich noch. Das stört ihn gar nicht. Warte mal kurz, bitte. Ich höre hier das Geschnalze von so einem Pissviech. Dann eben so. Du hattest die besseren Argumente. Das sah ja cool aus. So.
so, Kinder, das nennt man eine geschlüssige Argumentationskette. Ja. Ja. Was liegt denn unten im Wasser? Guck, was liegt denn da? Ha, Schubs. Oh, das sieht gerade nicht aus. Das ist die perfekte Metapher, was die Österreicher mit der deutschen Straßenmaut gemacht haben. Das bessere Argument. Das Mauthäuschen einfach weggesprengt. Ha, Vollmantelmunition. Und ich kann schon wieder. Mann. Bin schon wieder voll beladen mit wunderschönen Sachen. Gegenstand ablegen. Ich habe ja, hier immer noch einen Infrarotaussatz, den ich mich nicht traue auszurüsten, weil wir wissen, was das letzte Mal passiert. Aber das war noch bevor du deinen Rechner so noch zusammengeschraubt hast. Ja. Trau dich nicht jetzt. Nee, nicht jetzt. Nein, nicht jetzt. Dann habe ich hier noch diese mittlere Soundbox. Was habe ich denn hier noch? Standard für die Maschinenpistole lege ich mal ab. Hat einer von uns eigentlich noch die Maschinenpistole? Ich habe eine, ja. Ich habe sie gerade ausgerüstet. Achso. Ich habe hier bei dem Dings habe ich. Oh, ihr seid schon da ganz hinten. Ne? Strunz, Lukas, ist 1,3 Kilometer entfernt. Strunz? Oh Mann, ey. Oh Mann. Ich hab schon wieder vergessen, oh Mann, ey. Multiplayer. Wer kann joinen? Strunz, Lukas, Alter. Ich bin stolz auf dich. Vollmantel Munition, Faustfeuerwaffe. Und 44er Vollmantel Munition. Okay. Hey, wartet auf mich! Ich habe eine Kugel! Bitte doch nicht so schnell! Ich habe mein Fahrrad vergessen! Ja, besser ist. Sonst wird es ja noch länger dauern. Und 5 Minuten neu hochladen müssen. Ja. Und dann kommt so ein Robo um die Ecke, keine Munition mehr. Genau. Können wir ihn tot spucken. Aber landschaftlich echt schön hier. Hm? Ja, auch jetzt wie so. Erinnert mich schon an Schweden. Ich bin immer gerne in Schweden gewesen. Ja, Schweden ist schön. Hm. Schweden, Norwegen. Und die Spinnen. Die Spinnen. Und im Sommer wird es nicht dunkel. Ich wäre fast wahnsinnig geworden. Ja. Was, wir wollen schon ins Bett? Es ist doch noch hell. Ach, es ist schon 3 Uhr morgens. Ja. Mission 0 von 1. Jetzt muss ich hier wieder für Kammer, muss ich hier wieder die scheiß Munition mitschleppen. Was sind für eine? Schrot. Ja, ich brauche immer Schrot. Schrott. Die Schrottmunition. Das fand ich früher immer sehr verwirrend, denn in irgendeiner 3-Fragezeichen-Folge sagt der Typ, er hat eine Schrottflinte. Und dann dachte ich immer so, hä, warum ist er denn da so stolz drauf? Schrottflinte? So, was soll das? Ja. Bis ich auf den Begriff habe, so, ach so, der war Schrottflinte. Ich habe eine Notiz gefunden. Lukas, Notiz am Kühlschrank. Steffi, das Militär eskortiert alle zum Bunker. Notfallprotokoll. Fragen nicht gestattet. Was zum Teufel ist diese Woche in Schweden los? Wie blöd, dass du ausgerechnet jetzt wieder zu Hause bist. Wenn du dies ohne mich findest, geh zu unserem Steinhaufen am Ende des Pfades der Götter. Ach. Erinnerst du dich an meinen ersten missratenen Heiratsantrag? Geh einfach dorthin. Ich dich auch, dein guter alter Johann. Diese Odyssee kann man sich gerne auf YouTube angucken, wie lange wir gebraucht haben, um diesen scheiß Pfad der Götter und den Steinhaufen. Den Stein der Weisen. Zu finden, ja, also es war, ist ewig weg von hier und es ist ein riesen Monument, auf das man draufsteigen kann. Ich höre Klackern. Wir klackern. Ja, ich habe auch Kontakt aus Osten eben gerade noch gehabt. Brunst, ach, ja. Wahrscheinlich im Haus drin sein. Im Haus sehe ich keinen. Ja, ich habe durch die Scheibe. Das war ich nicht. Ich hab's kaputt gemacht. Hing das am Sicherungskasten dran oder was? Nö, das stand in der Tür. Aber im Haus.
Okay. War nicht sehr aggressiv, wahrscheinlich war es ein Liebes. Ein Liebes, ja, genau. Oh, Liebes. Du hast einfach den Guten getötet. Oh. Ja. Der wollte doch nur spielen. Was mit Strunz, Lukas? Oh Mann. Wer ist der Strunz? Spiele die Flasche leer. Strunz, Lukas hat die Session verlassen. Womit wir wieder alleine wären. Das gibt Schlimmeres. So, Kirche. In die Kirchen sollten wir einmal rein, weil das mal, glaube ich, ein Unterschlupf ist. Schieb mich einfach weiter. Ich finde Kirche gut. Ja. Glückner. Ja. Hier ist hier eine Fahrradstation. Ich hätte sie aber noch nicht aus. Bessere Fahrräder, oder? Schöne Mountainbikes, oder? Ja, von wegen. Genau wie die schönen 80er Jahre Damenräder. Hier der Kirche. Hey, das war mein Part, du Sette. Oh, Alter. Du weißt schon, dass du jetzt alles angelockt hast. Ich wollte das Spiel verkürzen. Wenn sie alle hier sind, dann müssen wir nicht so weit laufen. Ich mach mal die erste Tür zu. Schön, ey. Das hab ich doch getestet. Auch in irgendeiner Folge nachzusehen. Ja, der Glöckner von, ich weiß nicht mehr, wie wir es genannt haben. Nerd. Aber da gibt es vielleicht andere Fahrräder. Als in der katholischen Kirche vielleicht ist hier ein Fahrrad mit Kindersitz. Guck mal, hier stehen Flaschen und so rum. Kugelsichere. Geil. Nee, dasselbe hässliche Fahrrad. Ja, die wussten, dass ihr kommt. Deswegen kugelsicher. Ah, die Flaschen. Ja. Geil. Hier ist so ein komischer Grafikbug. Ich finde das immer wieder. Hier ist Grafikbug. Oh, ich will auch rein, ich will auch rein. Ja. Wieso? Hier kannst du haben. Jetzt ist es weg. Nee, da schwebt hier gerade irgendwas. Ja, ja. Oh, Alter, Mann. Du hast die Lampen schon wieder an, oder? Was hast du getrunken? Da schwob etwas. Also, ich hab von da hinten irgendwie. Kommt ein Kontakt in der Nähe. Ja. Vielleicht steigt hier einer aus dem Grab oder so. Da. Oh! Eine Drohne. Und die Drohne hat noch eine Drohne dabei. Ich muss sagen, noch mehr Kontakt. Sehr kontaktfreudig. Nachdem der Glöckner hier vorsichtig. Hier wieder so eine mittelgroße Soundanlage. Ja, die sind neu, ne? So, ich habe jetzt einen Restlichtverstärker und einen Infrarotaufsatz. Ja. Ganz interessant. Nacht. Ist das, was wir mit den Waffen irgendwie kombinieren können? Das kann man mit den Waffen kombinieren, ja. Sehr schön. Ach so, und den Infrarotaufsatz kann man nur da drauf machen? Warte mal. Und den Restlichtverstärker. Geil, den Restlichtverstärker kann man mit dem Fernglas kombinieren. Geil ist das denn? Ach, macht auch Sinn. Ja, das habe ich auch. Cool. Das ist ja geil. Da macht das Fernglas natürlich noch mehr Sinn plötzlich. Das ist wahr. So, was jetzt ist das jetzt die einzige Mission, die wir haben? Dieses komische, den komischen. Finde die Ruinen der Burg von Ibolholmen. Da haben wir uns überhaupt nicht mehr drum gekümmert. Over and out. Der Funkmast im Ruine wurde Zerstörung. Erreiche den Funkmast. Und du hast diese komische Notiz da noch gehabt, ne? Genau, das die. Aber die Mission, die habe ich gar nicht. Habt ihr den angenommen? Müsst ihr die selber einsammeln? Kann ja. Ich warte mal, ob ich die Stelle schnell wiederfinde. Over and out und der erste Kontakt. Warte mal, wo war denn das? Das war hier, meine ich. Ja, im Kühlschrank, hattest du gesagt. Eine Notiz am Kühlschrank. Also ich hab den. Oh, hier, Tatsache. Musst du selber nehmen. Das ist die Quest. Der erste Kontakt, oder? Nein. Ach. Das muss man selbst machen. Oder? Finde? Nee. Nein, over and out. Zufluchtsort.
Hä, aber was ist das für eine Mission? Nebenmission? Ach, es gibt die. Das unterteilt sich oben inzwischen in Hauptmission, Nebenmission, Sammelgegenstände. Ja, das hast du doch schon gehabt. Ach so. Ja, okay, also wo das ist, wissen wir ja schon. Over and Out ist der Funkmast anhand der Karte. Der Funkmast im westlichen Teil von Norrastatholm. So. Schießt ihr oder schießt wer? Ich hab nur geguckt, aber der westliche Teil von Norrastatholm, der ist ja wohl irgendwie. Ich meine, der Funkmast war da ganz hinten auf der Insel. Das weiß ich nicht mehr so genau. Doch, ich glaube schon. Wir richten uns jetzt mal nach der Hauptquest. Aber warte mal ganz kurz. Gucken, wo war das denn? Und ich meine nämlich, wenn du da oben guckst, diese Landzunge, die da rausguckt, dieser Aussichtspunkt Örsnappen. Örsnappen. Wo siehst du den? Direkt die Landzunge, die. Also wenn du jetzt direkt oben nach Norden gehst und dann links abbiegst sozusagen, ist da so eine Fotokamera. Ja, da habe ich. Und ich glaube, das ist nämlich der Weg der Götter. Aber wir gehen jetzt erstmal runter und in Richtung Markierung. Und ja. Dann sind wir auch fast wieder da, wo wir sein wollen. Dann haben wir den Rückschlag aufgearbeitet. Kann da welcher Level bist du denn jetzt eigentlich? Ah, welcher Level bin ich eigentlich? Level 2. Ja. Mal gucken. Ich habe einen Punkt zu vergeben. Cool. Ey, das mit der Kondition nervt doch. So lustig, dass es bei euch nicht ist. Oh, Level 4. Auch Punkte vergeben. Was macht denn Sinn? Ich hab's doch schon mal ein bisschen gespielt. Ja. Das also ich habe Kampf, habe ich den rechten Baum sozusagen. Habe ich halt das Nachladetempo, Run and Gun und Panzerung habe ich voll geskillt. Ja, schon wieder irgendjemanden näher kommen. Und bei Überleben habe ich, damit ich an die Tragekapazität komme. Wir haben Besuch. Es sind nur 3 oder 4, lasst euch Zeit. Und weggefrühstückt. Aber die Leuchtfackel hat sich rentiert, weil sie tatsächlich alle hingelaufen sind erst, ne? Ja. Und gut abgrasen. Hat das erste Mal probiert. Richtig. Bei den Updates. Ja. Ist schon in Ordnung, dass du dich hier ein bisschen ausprobierst. Das war deine Kniescheibe, Entschuldigung. Wir holen dich später ab. So. Das ist da oben ist wieder irgendein Bunker. Ja, das ist wahrscheinlich dieses Bunkernetzwerk, das ist eine Nebenquest. Ja, reingucken oder nicht? Nein, wir machen jetzt erstmal den Funkmast. Brauche nicht. Bisschen Muni drin. Brauche nicht. Ja, bei mir waren irgendwie Fackel und Gasflasche, das fand ich jetzt nicht so interessant. Guck mal, eine Fackel geworfen, eine neue. Die Bunker Fackel sind bekommen. Immer so groß, aber weißt du, dann kommst du wieder ab vom. Ja. Von dem, was eigentlich du eigentlich vorhattest. Laufen. Jetzt einfach straight mal dahin. Oh, na gut. Ihr und euer Laufen. Hätten wir doch bloß Fahrräder. Ja. Echt. Haltet ihr das eigentlich für realistisch, dass man
Hier so als Teenie, der gerade von der Sauftour kommt, hier mit so einem Sturmgewehr. Ja. Der an die Strecken reist? Nein. Natürlich. Nee, bestimmt nicht. Ist nicht so, weißt du, also bei Star Wars und so Lichtschwert und so, das geht alles. Aber hier so ein Teenie, genau. der dann hier rum, das geht gar nicht. Endliches Licht. Ja, ja. Ja. Ja, keine Ahnung, ich komme später nach. Ich habe keine Ahnung, warum dieser Balken sich bei mir verbraucht und bei euch nicht. Ach so. Also ich merke aber auch schon, dass ich langsamer werde, auch wenn sich an dem Balken nichts tut. Ja, bei mir wird das richtig rapide, dann ist halt so, irgendwie verrückt. Bei uns beiden ist der Balken halt immer richtig voll und hart und bei dir kriegt er halt zwischendurch ab. Das sind wir im wahren Leben. Ja. Bäume. Und dann schlackert er bei dir zwischen den Beinen rum da und das stört natürlich beim Laufen. Das ist der grüne Kasten, Johnny. Was? Links, links. Links? Links. Das hier. Der grüne Kasten. Das sieht spannend aus. Mal aufmachen. Geht's überhaupt auf? Abgesperrt. Abyss Bird. Schade. Du nimmst an der schönste grüne Kasten nichts, wenn ich reinkomme. Ja. Vermutlich ist das ein Bunkerausgang zu dem Bunker, in den wir nicht reingegangen sind. Ja. Nur rauskommt. Wo man vielleicht wieder rauskommt. Oder man kann im Bunker irgendwas aktivieren und wenn man dann hier längs läuft, dann, weil er ja von unten Strom kriegt, fragen wir die wir wissen Karte, die man dann zwischen die Speichen vom Fahrrad klemmen können. Ach. Bei World of Warcraft, alle Höhlen schauen gleich aus und hier schauen alle Häuser gleich aus. Ja. Ja, irgendwas ist ja immer. Ja. Oh, Copy-Paste. Frühstück ist fertig. Ja, seit 5 Wochen. Möhrebröt. Das hält. Ja. Ach, guck mal hier, Schaumdonuts. Nein, das war ein ganz einfacher Donut. Der ist doch schon ein bisschen älter. Oh, Hasenbrot. Oh. Ich hab Kontakt. Hier was klappern. Im Haus. Klappern. Immer ums Haus rum. Am Haus? In der Ecke steht's und rennt gegen die Wand. Wollt ihr mal gucken, was gegen die Wand rennt? Nicht schießen! Ja. Schießen! Bitte, das schießen wir halt nicht. Du hast aufgeschreckt. Das war total friedlich. Ja, dann da komm ich um die Ecke. Ja. Voll panisch weggerannt auf mich drauf. Ey, cool, die Leiter kann man nicht benutzen, dafür sind wir zu doof. Aber Waffen, jegliche Art. Ja. Na gut. Ja. Muss auch realistisch bleiben, das Spiel. Ach ja, muss ja auch realistisch bleiben, das Spiel, ne? Ja, auf jeden. Ja, die Jugend, ich meine, die lernt das Schießen am Computer, aber sowas wie Leitern oder. Ja. Benutzen das halt nicht, ne? Ne. Ist nicht gewollt. Das ist die Weltverschwörung der Waffenlobby. Genau. Ist das denn schönes? Zieloptik. Ja, die brauchst du. Hier liegt ganz schön viel drin in dem Wagen. Krass. Ich habe auch letztens von so einem deprimierten Lehrer gehört, dass er es gar nicht so schlimm findet, weil er glaubt, dass sich die Assis gar nicht weiter vermehren, weil die ihre Sexsachen nur aus dem Internet kennen und die denken, am Schluss muss man ins Gesicht spritzen. Deswegen können sie sich nicht fortpflanzen. Das ist eine geile Theorie, Alter. Oh Mann, ey. Geil. Alter. Ja, ja. Also die sind wieder sehr gut auszuräubern. Soldaten. Also ich habe hier eine graue, ich leg mal wieder was ab. Die graue Zieloptik, die brauche ich nicht. Kompensator für Faustfeuerwaffe. Dann habe ich hier noch eine Klauke 17 gefunden, eine grüne wieder. Eine Klauke. Gegenstand ablegen. Dann habe ich hier einen Schalldämpfer für Faustfeuerwaffen. Ah, auch wieder ablegen. Das haben sie natürlich sehr realistisch gemacht, dass wirklich der Rucksack relativ schnell voll ist. Wobei ja, darum habe ich hochgeskillt. Ich habe jetzt eine Zeile mehr unten zum Tragen. So, das macht schon richtig was aus. Ich lege hier auch nochmal Schrotmuni rein. Nicht viel, aber immerhin. Ja. John, da hast du auf Ausdauer geskillt, also bei Überleben.
Ja. Ich finde mich auch die 50%. Gucke ich mich gerade mal nach. Ja, oder warte mal, was habe ich denn? Ausdauermenge habe ich einmal, genau. Plus das habe ich zweimal. Ich müsste sogar 50% haben als ihr. Ich habe Nachladetempo, ich habe Run and Gun und Panzerung geskillt. Ich hatte erst 3 Skillpunkte, ich bin erst Level 4. Alles gut. Alles gut. Ja, alles gut. Nee, ja, nicht so aggressiv. Also bei Überleben habe ich einen Punkt Ausdauermenge, einen Punkt Lauftempo, einen Punkt Tragekapazität. Ja, mal gucken. Ich habe jetzt Ausdauermenge 2 und Lauftempo 2. Nicht, dass ich glaube, dass es irgendwas bringt. Oh, da. Wo ist denn der? Boss. Oh. Und noch einer? Das waren nee. Zwei. Das waren die Trümmer? Nee, da ist noch einer. Was denn? Boah. Boah. Der hat mir volles Fund an reingedrückt, der Sack. Je. So. Du meinst, das sind mehr so Sexmaschinen? Seid ihr irgendwie alle total unter. Naja, das ist. Der hat mir volles Fund einen reingedrückt. Da kommt noch was. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. So. Ja, so ein helles Sirren, das könnte eine Drohne sein, die danach kommt. Da kommt noch einer. Da. Oh, immer noch. Wow. Ey, die gehen echt in Deckung. Ist ja krass. Ja, sau. Ja, cool. Also von der KI her, finde ich, sind die deutlich besser geworden. Ja, vor allem jetzt einfach mal kurz verschwunden, ne? Der Spacko. Ich will nicht. Der umrundet uns gerade irgendwo. Da oben, auf der Straße. Er flieht! Ja. Nein, tut er nicht. Das hast du dir nur eingebildet. Ja, cool. Hallo. Eine nach dem anderen bitte. Waffe. Das nennst du eine Waffe. Das ist eine Waffe. Das? Ja, Mensch, doch. Voll crazy. Ach, hier waren wir doch auch schon mal mit dem Postauto. Nee, das Postauto, mit dem wir waren, das war in dem Burghof. Ja, aber hier waren wir auch. Nein. Okay. Nein, hier waren wir nicht. Doch. Nein. Doch. Ja. Nein. Doch. Ich möchte gerne mit dem Postauto fahren können. Alter. Sag mal. Ich will echt. Ich will nur mal das Kit endlich abholen. Oh, toll. Als wollen sie einen Puff, ey. Das geht nicht. Nein, ich will das Essen. Nein, ich will nicht nach euch. Ja. Warte mal. Oh Mann. Oh Mann. Post Office ist closed. Kommst nicht rein. Ja, ist ja logisch. Wenn zu ist, dann ist zu. Postämter haben immer zu. Ja, vor allem die Postämter. Ja. Heißt die überhaupt noch Postämter? Nee, ne? Darf ja gar kein Amt mehr sein, ist ja gar nicht staatlich. Oh, die haben bestimmt jetzt irgendwelche ganz skurrilen Spezialnamen. Ich weiß nicht, ist in Schweden ist. So. Wie hießen die doch früher? MacPaper oder sowas, ne? Die hatten noch ganz lange irgendwie eine Zusammenarbeit mit MacPaper. Ich würde mal weggehen von dem Tank da hinten. Ja. Ich weiß nicht warum. Vor allem alle umgepustet. Oh Mann.
Ich habe mich gerade die ganzen Medipacks reingedrückt, damit ich wieder fit war, ey. Hast du noch Schaden gekriegt? Ja, volles Pfund. Ich hab nur noch, du warst schon so weit weg. Gehabt. Ich hatte 10, ich war auf 100%. Oh Mann. Aber er hat ja gewarnt, das muss man schon so ja, sagen. Ich dachte eigentlich, bei mir hat er so rum drauf rumschießen, dass er das meinte. Ja. Naja. Also wenn du vorm Auto stehst, geh mal schnell zur Seite und gib Vollgas. Du hast eine Chance zum Reagieren. Ich hab doch was gesagt. Warum ist er denn nicht weggegangen? Schau nicht so blöd, ich hab mich auch erschrocken. Ist da hinten in dem Bootshaus was drin? Ja, zwei Kisten. Ich bin ins Wasser gefallen. Tschö. Ja, dann war's das. Es tut mir leid, da musst du mal schön mit Öl. Das war neu. Fängst bei Null wieder an. Ja, das ist natürlich ein bisschen billig. Da hätten sie sich was einfallen lassen können. Unter Wasserwelten. Ja, du kommst nach Atlantis. Du kommst nach Atlantis, ey. Findest raus, dass du der verlorene Königssohn bist. Also nicht von Atlantis, aber von irgendwas anderem halt. Wieso rausfinden? Hä? Das weiß ich doch schon lange. Das weißt du schon lange, ne? Ja, ja, doch. So habe ich dich auch eingeschätzt. Ja. Hallo, ich bin ja Andi, ich bin ein verlorener Königssohn. Boah, was hat er selten verschluckt? Und nach fünf Bier heißt er, ich möchte lieber eine Prinzessin sein. Ich möchte, dass du mich ab jetzt Andi Lette nennt. Aber das war gar keine Bubu, aber ich habe das grundsätzliche Recht, eine zu haben. Du kannst doch keine Babys bekommen. Das weißt du doch nicht. Es geht ja gar nicht darum, dass er keine Babys bekommen kann, aber er soll das Recht dazu haben, Babys zu bekommen. Aber mein Bauch spricht andere Geschichten. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, ich wollte gerade sagen, von der Kontur her? Naja, es wird ein Elefantenbaby. Der Muskel ist schon zu sehen, ich weiß. Siehst du, wir verstehen uns nach. Ja. Ja. Ey, cool. Hochsicherheitsgarage. Kommt man wieder nicht rein. Geil. Dass man dann die Fahrzeuge dann wirklich auch benutzen kann, außer die scheiß Fahrräder. Ach so, in dem Laubfallen haben sie auch schon hingekriegt. Mit was? Im Laub, was so von den Bäumen fällt. Ja. Ja, es ist Herbst, der Herbst des Lebens. Ja, ich hab's extra einen Ventilator neben mir angemacht, um da wirklich so eine tolle Stimmung dazu zu bekommen. Ja. Schmeißt du von Seite ein paar alte Taschentücher hoch und dann werden die weggeweht. Ja, genau. Ich bin davor gefahren. Ja. Farbig gestaltet, damit sie aussehen wie Laub. Ja. Oh, ein Bauernhof! Dann solltest du vielleicht gebrauchtes Klopapier nehmen, musst du nicht anmalen. Ich sehe, du hast viel rumexperimentiert. Schmuck. Okay, Kanna, das nächste Mal lässt du es vorher trocknen. Boah. Schöne Themen, nee, finde ich toll. Ist jedes Mal wieder ein Wohltat mit euch unterwegs zu sein. Ja, guck mal, das hätten sie doch aus wie ein Sendeturm. Ach, endlich. Oh, das Haus, da gucken wir uns aber noch an, oder? Da war nichts drin. Ja, hier ist noch eins. Ja, schau mal. Achso, das ist, glaube ich, eins von diesen Sicherheitshäusern. Das ist genauso wie der tolle grüne Kasten, den du gefunden hast, ey. Ja. Oh, hier ist eine Kiste. Juhu. Ah, schönes Ding. Medipack, die brauche ich zwischendurch, habe ich gehört. Echt? Wenn du einfach mal ein bisschen schneller bist, brauchst du die doch nicht. Hallo? 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 Hallo, hey. Das ist die Frage. Ja, wir burnen erstmal direkt hin. Aber das Spiel scheint sich gut entwickelt zu haben, so ein richtiges. Sag mal, was machst du denn da hinten? Gott. Wer ist? Ja. So, Alter, schießt du schon wieder auf mich hier das? Warte, das machen wir ordentlich. Warte, jetzt. Jetzt musst du schießen, pass auf, jetzt. Warte. Da, ja, warte. Ah, boah. Ja, schön. Es klang ja cool, du hast den Stein getroffen. Richtig so, Glock. So wie früher in den Western immer, diese Querschläger. Okay. Doch, komm. Noch ist er nicht hier, wir holen uns jetzt das fette Luder. Okay. Oh,
Oh, geil, oh, Handschuhe. Nein. Aber so komische, schlechte Idee. Ein Zielfernrohr. Ach, Faxgerät. Ein Faxgerät? Ich bin wieder voll. Nein, ich habe mir angewöhnt, Faxgerät zu sagen. Ah, sag mal. Braucht irgendjemand diese panzerbrechende Munition für Sturmgewehre, die ich nicht verwenden kann? Leg mal ab, ich guck sie mir an. Weiß ich gerade nicht. Sag doch einfach mal, was ist, wie, welche Farbe? Grün, kann grün. Ich gebrauchen. Ja, grün passen in die Sturmgewehre rein, genau. Brauch ich weg. Kann ich auch gebrauchen, toll. Ja, brauchst du? Wir können die auch aufteilen bei Bedarf. Hier die dunkelblaue Munition übrigens, ne, die auch nicht wegwerfen, die kann ich gebrauchen. Für die Klauke. Dunkelblau. Nee, dunkelblau habe ich keine. Okay, jetzt kann ich mir da mal dieses neue Zielfernrohr holen, weil meins ist ein bisschen schäbig. Mal gucken, wie viel Munition er noch drin hat hier. Das finde ich auch ein bisschen schmal, dass da nicht gezeigt wird, wie viel Munition in dem Ding noch drin ist. Man weiß es einfach nicht. Man müsste sie jetzt ausrüsten, um es herauszufinden. Habe ich keine Lust zu. Oh. Cool. Sieht viel cooler aus. So. Ja, hier sollten wir ja her, es muss ja irgendwas passieren, oder? Ja. Genau. Ich würde mal vermuten, wo sind wir? Ach ne, wir sind von da. Hier müssen die Häuser sein, ne? Oder? Ja. Hat ihr was dabei? Also beim letzten Mal war das eins von diesen kleinen Dingern, das in einem von den Sicherungskästen drin hing und die Kommunikation gestört hat. War ja in der Militärstation, oder? Ja. Dann schauen wir doch mal. Diese Häuser sind hier alle unbegehbar. Unbegehbar. Ja. Ein Epos ja, von und mit Ander. Mensch, die Amerikaner haben hier Andy und Candy, genau. Ja. Yeah. Mhm. Ach, das soll ja aus wie das Haus von Michel. Michel? Der Lönneberger. Ja, der Lönneberger. Genau. So ein kleiner Schuppen, wo man dann eingesperrt wird. Ah, oh, ich hab Ida erschossen. Du sprichst aus Erfahrung, was? Man hat damals schon gewusst, dass Ausgang für jeden nicht richtig ist. Okay. Ich wusste es auch gerade. Das ist alles so weit weg von dem Ding. Ich hätte jetzt ja erwartet, dass das in unmittelbarer Nähe. Du sollst die Türen aufmachen, kann da und nicht das Haus springen. Ich bin so gerne. Was eine Kiste? Mal. Ach. Noch Platz für einen Gasbehälter oder lass mal ihn stehen? Wenn du genug Platz hast, nimm ihn mit. Kann man immer mal gebrauchen. Wegschmeißen kannst du immer noch. Ach, hab keinen Platz mehr. Gibt's doch gar nicht. Was soll mich denn alles? Das schmeiß ich mal weg. Ja, das ist echt ätzend. Also sobald du die zweite Reihe, du glaubst gar nicht, was für eine Erleichterung das ist, wenn du endlich die blöde zweite Reihe freigeschaltet, also die erste Zusatzreihe freigeschaltet hast. Ja, sie könnten vielleicht so. Oh, hier ist ein Sammelgegenstand. Habt ihr den Zwerg gefunden hier? Wo bist du denn? Oben bei der Antenne wieder. Ne, den haben wir nicht gefunden. Ach, ich habe ihn gesehen, ich wusste, dass man den einsammeln kann. Underfang ist übrigens ein Zwerg bei WoW, deswegen dachte ich, ich muss ihn jetzt einsammeln. Stimmt. Und was heißt der Name? Der Bärtige, nee, oder? No, nah dran. Weiß es nicht mehr, sag's mir doch. Der Langbärtige. Der Langbärtige, ja Gott, immer gleich übertreiben. Ja komm, Underfanger hatte doch einen langen Bart, ich weiß gar nicht, wie der bekämpfen konnte. Sich der Bart warum hat er? Hat er sich zwischen den Beinen durchwurstet hin in die Kimme rein. Ja. Und das heißt dann Analfanga. Wo hast du ein Zwerg gefunden? Hier in der. Geht ruhig beide rein. Hier da in der Ecke steht er. Also stand er bei mir zu. Ah ja. Ist das schon wieder eine Gasflasche oder was?
So. Musst du jetzt. Nicht, du hast den jetzt schon gefunden, den Zwerg, oder was? Ja. Oh, ich bin Level 5 geworden. Ist das nicht schön? Geil. Ach. Ja, das ist nicht schön. Vielleicht mal ich verbraten? Weiß nur jetzt ehrlich gesagt gerade nicht so recht, was wir hier sollen, weil irgendwie. An dem Sicherungskasten hier ist nichts, an dem Stromteil ist nichts. Jetzt könnte man natürlich hier noch gucken, ob an den Kabeln noch irgendwo was ist. Sachen des Lok, hat sich da was getan? Letzte Mal war doch hier irgendwas dran getüdelt oder was? Und das haben wir doch weggesprengt oder was? War das nicht irgendwie so? Also der erreichte Funkmast ist noch nicht abgehakt, also irgendwie. Ja. Ist das nicht der richtige? Noch nicht eingebucht. Ja. Hallo. Okay. Das mit dem Hall und so ist schon ziemlich cool. Wie die Schüsse hier so quer durch die Landschaft peitschen, das ist schon komplett sehr realistisch. Das daneben geschossen nochmal. Hoch runtergeschossen. Macht das eigentlich Unterschied, ob ich mit Pistole oder mit Gewehren? Hast du das schon mal ausprobiert? Nee. Mit Pistole oder mit Gewehr rennst? Ach so, ne. Ich habe jetzt hier einen Fortschritt gerade gekriegt, 100%. Und zwar? Genau da, wo ich jetzt stehen geblieben bin und auf euch warte. Also entweder hat es jemand ausgelöst von euch oder ich... Ja, weil ich den Vogel abgeschossen habe. Ja. Du hast den Vogel abgeschossen? Geil. Das Quest ist nicht richtig durchgelesen. Das ist mir auch schon öfters aufgefallen. Bist du innerhalb des Zauns oder außerhalb? Bin außerhalb. Außerhalb, okay. Danke. Jetzt sich schön reingerannt und dann, ja. Also hier hinten ist auch nur so ein komischer Steinhaufen. Ja, also genau hier. Ah ja, Fortschritt. Okay, passt. Genau. Sehr schön. Bisschen affig, also einfach irgendwo in der Pampa steht ihr da jetzt und da ist es dann, oder was? Ja, genau. Das war... Hi. Und wenn du hier bist, finden wir raus, wie es weitergeht. Du bist ja nur noch 204 Meter von uns entfernt. Und dann müssen wir umgucken. Okay. Ja, also, was fehlt dann noch? Wir haben den Funkmast von der falschen Seite gefunden. Ach so. Ach. Oder so ähnlich. Den muss man von der richtigen Seite ausfinden, das ist ja ein kleiner Traum. Ja, das ist ein bisschen befremdlich, die Idee, ne? Aber erreichende Funkmast ist immer noch nicht abgehakt bei mir, auf der Liste. Okay, vorne irgendwo. Nee, Sammelgegenstände. Lock. Über die abgehakt? Nee, oder? Aber ich habe auch den Fortschritt bekommen, also ich habe sie... Over and out. Erreiche den Funkmast. Ja, also genau hier stand ich und kriegte den Fortschritt. Ja, ich auch, aber es ist nicht abgehakt. Nee, ich habe auch einen Fortschritt gekriegt zu Sammelgegenstände für den Zwerg. Den Fortschritt habe ich gekriegt. Dann habe ich den ziemlich spät gekriegt. Nee, nee, bei mir, also als ich zu dir gelaufen bin, habe ich ja auch diesen Fortschritt gesehen auf dem Screen, aber also wenn ich jetzt da, wo ich jetzt stehe... Moment. Irgendwo unten rein müssen oder so. Mal gucken, ob man vielleicht irgendwo unten rein kann. Erstmal so Bunkertüren. Der gerade prädestiniert so ein Hügel. Laufen wir unten außen rum. So nischt. Im westlichen Teil. Nordtrasaltholm. Vielleicht ist es gleich der richtige Funkmast. Ja, aber viel westlicher geht ja irgendwie nicht, ne? Ne. Ja, aber ich sag ja, vielleicht ist es ja zu westlich. Jan Jess, na jo. Meinst du? Verdammte Axt. Hier unten ist eine Fahrradstation. No risk, no fun. Ja, was tun?
Ja, suchen, was bleibt uns denn? Konzentriertes Schweigen. Ja. Ja. Ein bisschen komisch gerade. Ja, ja, aber eigentlich sind wir da, wo wir sein müssen. Also ich meine, ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass es jetzt nicht der richtige Sendemast ist. Nee, kann ich mir auch nicht. Also es geht ja darum, dass wir einen Störsender entfernen müssen. Hast ja, du einen Störsender genau. Irgendwo gesehen? Ja. Wie gesagt, bei dem anderen war das halt so ein Viech, so ein Sicherungskasten, das an so einem, also so ein Viech, das an so einem Sicherungskasten dranhängt. Wie so eine Leitung in den Boden? Ja, genau. Und ich glaube mal Richtung dieser Brücke. Aus. Das ist schon ein bisschen lästig. Entlang, aber es tut sich. Felsen sehen, muss ich auch wieder an Schweden denken. Hm. Ja, bin ich schön um die Ecke gegangen, bin ausgerutscht, auf den Hinterkopf gefallen und ins Wasser gerutscht. Hm. Keine. Hatte ich Glück. Ja, ich weiß, es erklärt einiges. Ja, kann ja, das sagen. Das ist, ja, ja. Es war, ich habe schon gemerkt, was sagt man jetzt dazu? Ich wollte euch einfach den Wind aus den Segeln nehmen und einfach selbst erwähnen, ja. Ja, das ist wirklich auch. Ja, ist schwierig halt da so drauf zu reagieren so. Laut Karte befindet sich der nächste Funkmast im westlichen Teil von Norastaltholm. Hinweise auf der Karte zeigen an, dass ein Team entsandt wurde, um die Unterbrechung der Funkkommunikation zu untersuchen. So, also hier ist das Team offensichtlich nicht angekommen. Nein. Ja, ist auch kein Störsender. Okay. Und die Insel ziemlich komplett abgelaufen, oder? Ja, irgendwie schon. Irgendwie aha. Schon, ja. Auf jeden Fall die Straße bis zum Ende. Vielleicht tut sich da noch was. Da war da schon einer. Ganz, nee, ganz hinten am äußeren Ende, oder was? Ja, ja. Da vorne an der Seite. Ja, da kommt nachher so ein Steinhaufen, da war ich schon. Okay, kann ich mir das eigentlich sparen. Nichts liegende wäre natürlich die Behausung hier nochmal durchzugucken. Da war ich gerade jetzt auch schon einmal, aber. Ist auch gar nicht, hier ist ja auch irgendwie nichts, wo man jetzt sagen könnte, so, jo, von da aus wird dieser Sender aus bedient oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Wenn dann eigentlich nur von den Gebäuden hier aus. Macht keinen Sinn. Verstehe ich nicht. Hier ist gehacktes Holz, das hilft. Glaube ich nicht weiter. Die Fahrradstation ist auch Edge. Ja. Was war das? Hm, wieso? Was denn? Was hast du wieder? Die Luftjagd? Ich lebe gerade meinen Frost ein bisschen. Also wie immer eigentlich. Ist doch komisch.
Wirkt nicht so sinnig, ne? Nee, irgendwie nicht. In diese Gebäude kommen wir ja auch generell nicht rein. Ne, irgendwie nicht. Wir sind ja auch in kein Funkmast irgendwie noch vorbei. Oh! Na? Ich habe Sicherungskasten gerade zerschossen. Ach so. Ich weiß nicht, ob es gut war. Oh, ist nicht so schlimm. Ja. Ich gehe jetzt die Türen auf, nee. Warum macht man Freude? Da finde ich noch einen Sicherungskasten. Ja, mysteriös. Und nun? Dahin gehen. Da steht nämlich ganz groß raus: Over and Out, Sicherheitsmission. Oder ist das die erste? Nee. Dann bin ich aber gespannt. Aber da waren wir doch schon nochmal. Aber das ist auch ein Funkmast. Jetzt, ach! Jetzt sehe ich ihn. Ja, ich sehe ihn auch. Nee, komm. Wir sind da nicht irgendwie 200 Kilometer dran vorbeigestiefelt, wer durch Schweden. Oh Mann. Ja. Ja. Held des Heldigen, Held des Helden hier. Okay, der Hinweis war, da lag ein LKW auf der Straße, ein Militärlaster vorhin, glaube ich. Ja. Auf der Höhe. Ah, okay. Lest zwischen den Zeilen, wir sind nicht angekommen. Ist auch nicht angekommen. Und dann kommt noch her, hier finden Sie den dritten Funkmast. Ja, da laufen Sie wieder ganz zurück. Genau. Bei mir ist da oben jetzt auch ein Symbol aufgetaucht. So ein Pfeil. An der Panga, lauf schneller, wir kommen dich holen. Ja, das wäre doch hier, wie hieß denn das andere Spiel, was du unbedingt spielen wolltest? Dieses Horrorspiel, ja, wo einer der Horrorcharakter ist und die anderen entkommen müssen. Ja. Death by Daylight. Ja, Dead by Daylight. Das passt jetzt von der Kulisse. Habt ihr Freitag 13 schon gespielt? Freitag der 13. Chasen. Ja, macht auch ganz viel Laune. Na, hier ist doch bestimmt. Sag mal. Guck mal, das ist direkt über dem Bunkereingang, wo wir nicht hin wollten. Ja. Oh Mann. Kontakt aus Nordost. Hm. Nicht ja. Hinlaufen. Ich habe noch eine Fackel. Warte. Wo sind die? Die stehen da aber alle schon und warten, aber abgeschossen zu werden. Ja, aber lass sie doch dahin laufen. Drei, dann wissen wir nicht, was kommt. Vier. Wow, die schießen zurück. Einer versucht uns rechts zu umrunden. Einer haut hinten ab. Ja, cool. Also die Fackeln haben wir auch aufgewertet. Deutlich. Naja, kaputt. Och, jetzt voll die treibende Technomucke hier. Große Brennstoffzelle. Was ich immer sagen wollte. Kann ich mal mitnehmen, der es tragen kann? Ich kann es nicht mehr tragen. Du musst sie rausnehmen und rauslegen. Sie ist nur für dich da drinne. Ich weiß. Das ist okay. Das war ja einfach. Ich wäre froh, wir wären erst woanders hingelaufen. Scheiße. Das ist Mistfeed. Ja, es knallert. Soldat, du hast versagt. Ja, genau. Rangabzeichen abreißen. Ja, sehr gut. Aha. Bist du auf der Bratpfanne oder was? Ne, hier liegen zwei, die sind wohl angeblich tot, aber die zittern so komisch. Dann dachte ich, gehe ich lieber auf der Neusicht. Liegt am Alter, das kennst du doch.
Okay. Binde das Fahrzeug des Trupps und benutze dessen Funkgerät. Na, das kann ja nicht so schwierig sein. Das kann nicht so schwierig sein. Das wird sogar angezeigt. Ach. Fahrende Funke. Fahrender Funken? So schön. Au. Voll den Fallschaden habe ich gekriegt. Okay. Da liegt irgendein Zettel auf dem Beifahrersitz. Den kann man nehmen. Ach, das. Zufluchtsort. Freue mich auch cool, geil, dass wir geil. Gorilla, Alter. Alter. Haben wir uns jetzt beide vor ihn gedrängelt, oder was? Nee, hat die Tür zugemacht, als ich gerade reinspringen wollte. Und dann direkt wieder. Die Geier auch jedes Mal, echt. Das ist unglaublich. Dabei brauchen wir gar nicht geiern. Du kriegst sowieso nix. Abgesperrt, abgesperrt. Ah, bin da rausgekommen. Sperr mal ab. Ja, genau. Sperr mal die Tür ab. Ihr seid doch bescheuert, ey. Okay. Den hier schon? So, jetzt haben wir das aber. Ist neu. Jetzt haben wir aber zwei Wagen gefunden und da war da eine Funke drin, ne? Ja, doch, hier bei dem. Du hast es schon verwendet, oder? Ja. Links war so. Da schon durch. Ja, hast du mir jetzt durch. Blippenburg. Nächste, wer findet die Ruine der Burg von Ivo Holm? Ne, das war. Das, wir haben den jetzt abgeschlossen. Over and out. Okay, folge die Straße, um nach einem sicheren Ort zu suchen. So, Zufluchtsort. Das ist, keine Ahnung, das ist die Intro-Mission. Finde die Ruinen der Burg von Ibolholmen. Das ist eins. Und dann haben wir noch Nebenmission, den Weg der Götter. Wie gesagt, der Weg der Götter, da bin ich mir eigentlich sicher. Das war der Punkt, den du sagtest. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Das ist der da. Genau, da sind wir nämlich um diese ganze Bucht rumgestiefelt. Ja. Genau. Und finde die Burg von Ibolholmen. Das ist ja, das ist ja ganz da hinten, Alter. Ja, die war ja actionreich vor allem, ne? Oh ja, stimmt, das ist ganz am Anfang. Ja, das war der erste Kontakt. Heißt das Ding nicht sogar so? Ja. Ach Gott. Die Straße zum nächsten Zufluchtsort, dann können wir uns supporten. Ja, ich würde sagen, das wäre ja nicht so schlimm, wenn wir das zuerst machen wollen. Also entweder schlüpfen wir zum Unterschlupf bei der Kirche von Saltholm oder wir zappen zum Unterschlupf Bauernhof von Stenhager. Du bist so ein Schlüpfer. Schlüpfi. Unterschlupf. Stenhager. Mhm. Ja, dann lass Stenhager. Dann haben wir es abgehakt, bevor wir wechseln. Und Schnellreise. Und Frank, ist es noch so heiß bei euch? Ja, es ist schon einiges besser geworden. Heute waren es nur 26 Grad. Boah. Aber ich bin ja. Ich 16. Bin unter 16? Oh mein 16. Gott. Mensch, ich fahre ja gerne Mountainbike, wie ihr wisst. Und ich war am Sonntag, habe ich eine große Tour gemacht. Und wir haben 36 Grad gehabt. Ich habe mich überall eingeschmiert, nur hat mir so ein bisschen der Hintern rausgeguckt. So ein ganz schmaler Streifen. Jetzt habe ich so ein eingebranntes Arschgeweih. Oh, Kontakt aus. Mann. Westen. Nordwest. Egal, wir gehen hier gleich oben raus. Ja, ich hab keinen Kontakt. Oh, hier, wir können Fahrräder nehmen. Ach, komm. Lass mich damit in Ruhe. Ich denke, ich fahre ja gerne Fahrrad, wie ihr wisst. Mountain. Ja, genau. Voll der so Lappen, ey. Weißt du, hier groß rumtönt, ey. Wahrscheinlich hat er den ganzen Tag auf der Couch gelegen. Ja, und dann kam der Sonnenstrahl durch die Scheibe und hat ihn. Und Kettenfett ausprobiert, aber nicht zum Fahrradfahren. Ich sag ja, das ist in die Po-Rezette rausgerutscht. So, ja, okay, es war ein Missglück der SM-Aktion. Und der kleine rote Streifen hinten am Popo, der kommt auch nicht von der Sonne. Ach, das war doch so scheiße, da hochzukommen, ne?
Ja, war das aber hier irgendwo? Ja, du. Oh, guck mal hier. Ein Lampignon. Der in der Luft schwebt, oder was? Ja, Siemens Lufthaken. Ah, da ist der Siemens Lufthaken, der berühmte. Also manchmal ist das Spiel echt komisch, oder? Oh Mann. Ja, auch nicht existent. Ja, Blizzard kann ja nicht alles programmieren. Warum? Ja, genau, Blizzard. Als ob Blizzard immer völlig bugfrei gewesen wäre. Ey. Nee, natürlich, das liegt immer. Keine Abstürze, keine Probleme. 24-7. Bugfrei, ja. Backpulver. Backwaren. Ja, backen darf nicht, nur kochen. Backwaren. Auf die Backen. Bugs voll. Arsch voll. Bugs. Bugs Bunny. Bugs Bunny. Heiße, heiße Frau der Küche bei Bugs Bunny. Du kannst da noch 3 Meter nach rechts. Ja, genau. Warte, ich mache ein Foto von dir. Noch ein Stück nach hinten, noch ein Stück. Nee, wo der sich überall verteilt hat, da brauche ich ein Weitwinkelobjektiv. Habe ich schon erwähnt, apropos, dass ich Underfunger bei World of Warcraft als einzigster von 10 Millionen Abonnenten so in irgendeine komische Lage gebracht hat, dass er stundenlang nicht rauskam. Ich hab's Beweisfoto. Ja, stimmt. Oh Mann. Ich bin in irgendein Stein hineingeflitscht und kam da nicht wieder raus. Total super. Schön, wenn du irgendwie bugfrei miteinander spielen möchtest irgendwie und der eine im Stein hängt. Genau. Super. Der Zwerg unterm Stein. Ja, ja, echt. Und all die klugen Ratschläge. Ja. Dreh dich mal, leg dich hin. Du konntest nicht mehr sterben. Kam kein Hotler, der dich erlöst hat. Doch, doch, aber so haben wir es doch irgendwie nachher gelöst. Ja, irgendwie ging's. Behungert, oder? Nee, geht ja gar nicht. Nein. Irgendwie haben wir es hingekriegt. Hallo, ich war Zwerg. Zwerge verhungern niemals. Ja, wir haben Zwergenbrot. Ihren Höhlenkäse dabei. Ja, und du fand den ganzen Bart voll. der ganze Stiefel ist voll mit Höhlenkäse. Ja. So, hier sollten wir jetzt aufpassen, das war damals schon krass. Ja, ich hab auf jeden Fall Kontakt. Ja. Eigentlich über die Schroti, glaube ich. Ich rüste schon mal so eine Fackel aus, dass wir vielleicht irgendwie ablenken können. Der oben Kontakt. Der Akku-Kontakt wird schon orange. Ja. Ich komme auf das Ding nicht drauf. Hä? Gute Nummer. Wie seid ihr da hochgekommen? Hüpf. Was da? Hä? Eine Drohne an. Ja. Ach, komm mal da hoch, sehr schön. Halt was. Hat mir ganz gut, haben sie schon gemacht. Okay, oh nein. Du hast die Hülle. Ach du großer Gott. Da ist noch einer. Ja, das ist ja. Oh Mann! 10, 12! Das... War das jetzt schlau? Ja, das war super schlau. Das geht mir richtig zur Sache. Mann. In Bewegung bleibt. Oh nein. Ja, jetzt haben die richtig mal aufgefüllt hier. Nee, wir hatten letztes Mal schon richtig Stress. Wenn du dich daran erinnerst, das war die Aktion, wo 2 Gaskartuschen auf dem Boden lagen und wir alle in die Luft gefetzt sind. So, ich hab hier drüben schon 5 oder 6 erledigt. Ja. Oh, shit. Da kommt noch einer zu dir. Donny. Retzen. Retzen? Retze dich. Kaputt, Gott sei Dank. Ah, shit. Shit.
Munition fürs Gewehr ist alle. Ernsthaft? Wie lange hat der noch gelebt? Ein ganzer Schussschuss dabei. Ja, aber das ist doch noch mal deutlich mehr als vorher. Ja, da kommt immer noch mehr Kontakt, immer noch. Ja, habe ich auch. Mal ein bisschen gucken, ob man ein bisschen Muni dabei hat. Ja, da unten auf dem Hof läuft ein Decker rum. Nee, jetzt echt? So richtig? Nee, oh, da. Ja, danke. Schatz. Direkt nur. Nee, hier unten steht ein. Der steht jetzt irgendwie nicht mehr da. Ja, da kommt dann gleich wieder. Oh, keine Angst. Ach, da. Ach, hier wo das. So macht man das. Und noch oranger Kontakt aus Nordost. Ja, links rum kommt doch gleich noch der Hof. Wow, was? Wo kommt das denn her? Okay, Aua. Der ist auch. Hey, Alter. Da stehen noch zwei. Kranke okay. Scheiße, Alter. Da ist noch einer aus dem Nordosten. Ja. Hinter dem Turm wahrscheinlich. Weg. Alter Schwede, sag mal. Das hast du aber richtig angezogen hier, oder? Okay, ist weg. Ja, das hat sich ungefähr verdreifacht, die Menge. So grob zusammengefasst. Gut aufgeräumt. So, der Kampf ist aber irgendwie immer noch nicht vorbei, oder? Ich hab keinen Kontakt mehr. Ich bin noch keine 6 Level aufgestiegen. Ja. Genau, das hätte ich jetzt auch erwartet. Nachdem gemesselt, jetzt musst du die ganzen Viecher erstmal finden, ey. Ja, das war ja so das erste Mal, wo wir im Indie halt im Grunde fast draufgegangen sind, ne? Ja. Ne, nicht nur im Grunde. Was sind wir? Das war doch das Ding, wo er hatte eine Gaskartusche auf den Boden gelegt. Ach so, du hattest, glaube ich, eine da und dann lief der eine drauf von den Robotern und hat sein EMP gezündet. Genau. Da sind wir doch alle in Brocken durch die Gegend geflogen hier. Oh, wo liegen denn die ganzen Kadaver hier rum? Überall. 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 Overwatch. Ja, Unterlagen und Funkgerät. Wie du Kind. Ja, mach doch mal, moin. Johnny. Was denn? Was? Mach du doch hier mal, Johnny. Dann wird das ja wenigstens auch erzählt, wenn du das lootest als erstes. Ach so. Ja, wenn ich das nehme, dann ist es ja da. Nö, da nicht. Nö, da wird nichts erzählt. Ach so, ja, ich weiß nicht. Da. Bertil Ludwig. Vi har upprättat posering vid Iboholmens slottsruin, men civilisten Anita Sjögren har inte påträffats. Inget främmande eller fientligt av den typ hon beskrev har påträffats eller observerats, men Sixbond registrerade signalen. Hallå, vad? Såg du det? Nedköparen fortsätter att skicka det. Ja. Vad är det?
Ja, wir sind hier wieder, nur weil gerade jemand im Chat schreibt hier, wir sind wieder hierher zurückgerannt, weil wir irgendwie sind wir an dieser Mission total vorbeigerannt. Und wollten das. Hier auf dem Tisch ist noch ein Zettel. Alter, ich hab nie. Den habe ich doch schon längst. So, dann habe ich hier auch. Hier ist kein Zettel. Den habe ich ja beim letzten Mal wahrscheinlich schon mitgenommen. Guck mal, das ist mir auch immer aufgefallen, ne? Diese komischen Taschenlampen, die am Anfang eigentlich überall rumlagen. Die gibt's hier gar nicht mehr. Achso, also bei jedem Loot hast du praktisch irgendeine so blöde Taschenlampe mit drin gehabt. Ja, sie macht ja auch keinen Sinn, weil wenn du sie einmal hattest. Eben. Also war ja auch nicht so, dass ich dann irgendwie die Batterielaufzeit oder so erhöht hätte oder so. Nee, ich habe hier unten jetzt irgendwie das Symbol. Ja, aber also ich habe hier nicht mal annähernd die Maschinen gelootet, aber ist die Frage, ob wir das jetzt unbedingt brauchen. Nein. Ich bin nur ein bisschen Muni drin. Also ja, da übliche. Wir wollen runter zur Straße gehen. So. Mal ein bisschen gesprungen? Ich bin nicht gesprungen. Ich bin gesprungen worden, sozusagen. Ach so, das war doch hier unten am Strand mit den Containern? Mit den Containern, wo die Risszeichnung von den Dingern drin waren. Genau. Pass auf, hier kann man gleich irgendwo fies abstürzen. Ja, hier zum Beispiel. Also schon die Kniescheiben wefen, runterlaufen hier. Der ist schon gar nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, ne? Run. Gun and run. Nee, das sieht ganz schlecht aus. Das ist ein bisschen was vom Ziegensimulator. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass man da hinten vielleicht lebend runterkommt. Das schaue ich mir jetzt mal an. Alter. Besser. Da kommst du nicht wieder hoch. Risiko? 1, 2, 3, Duck we Duck. Nee, ich muss erstmal heilen. Ich hab nur 62. Das würde, glaube ich, spontan daneben gehen. Du bist einfach den Weg oben nach Westen gelaufen, dann wird sie eh. Guck mal, Andi ist da doch irgendwie runtergekommen. Ja, ich habe auch noch 5 HP. Oh, okay. Bin dir seitlich am Felsen runtergeflitscht. Ich habe noch 2 HP. Ich habe Zwangsabstieg gemacht. Zwangsabstieg. Oh. Vor lauter Lachen tut mir der Steiß schon weh. Ja. Oh! 26, ja. Da bist du gut runtergekommen. Ja, da hinten ist eine Höhle. Ja, da ist aber richtig. Richtig, oh ja. Glück gehabt. Richtig schöne Höhle, schaut gut aus. Oh, da unten schwärmen gerade 3 Maschinen aus. Ah, hier ist eine Höhle. Mädels, hört ihr mir zu? Ja, nein, willkommen. Hier ist eine Höhle. Ach, Schlag. Das sind Maschinen. Die Höhle ist ja nicht spannender. Da kommt noch eine. Nummer 2. Hier rutscht runter, Mensch, lass dich gar nicht liegen. Aber die Höhle. Hallo, jetzt machen wir doch erstmal hier unten die Container fertig, aber. Hier kann man was untersuchen. Wer ist jetzt? Hier knarzt das schon wieder irgendwo. Ja. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Ich höre noch was. Ich mach mal auf. Oh! Alter. Ey, wenn ich mir gleich nicht mehr will. Warum bin ich hier eigentlich mit solchen Bonobos unterwegs, ey? Nee, es war nur ein Bonobo. Oh, meine Fresse.
Alter, bin ich erschrocken. Drecksack. Hier ist die Zerrisszeichnung. In dem Container hier. Hallo? Ja, es knistert hier irgendwo. Der Container. Ja, hier ist noch ein Container. Doppelgegenstand, ja. Schön, im Hintergrund irgendwelche Bongo-Musik da, oder was ist das? Was? Bongo-Musik? Bongo-Musik? Kampf gewonnen. Okay. Wieso, Armin, was war denn klar? Dass wir da runterstürzen, oder was? Ja. Ob ist die Höhle noch da? Außen rumlaufen kann doch jeder. Ja, genau. Unrealistisch. Die Explosion, ja. Wir sind jetzt auch das zweite Mal an dieser Stelle hier. Das letzte Mal waren wir ja mit Ingi halt hier und es war genau so, dass... Er hat die Tür aufgemacht, hat reingeschossen, wir sind durch die Gegend. Beim letzten Mal bin ich, glaube ich, auch gestorben dabei. Ganz toll. Also ich hatte noch 75 Lebenspunkte. Ja, das ist voll schön für dich. Ja, ich bin auch ganz stolz gewesen. Ja, von wegen gestorben, also warst du es übertrieben. Cool. Das ist ja geil. Die war letztes Mal nicht da, oder? Nein. Das heißt, das sind doch... Höhlen grabende Insektoid-Monster-Roboter. Na, bin ich aber gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Das ist wahrscheinlich der eigentliche Zugang. Aus dem Loch. Ja. Ich sag, das ist wahrscheinlich der eigentliche Zugang darunter. Ja. Ja, genau. Das wäre möglich, ja. Ich. Ah! Oh Gott. Ah. So, ich wollte dich gerade schubsen. Ja. Ja, ihr seid Schwein, das gibt's ja wohl nicht. Vor allem, das geht in dem Spiel, das ist so cool. Ja, genau, meine Güte. Schön. So, was machen wir jetzt? Erstmal die Sicherheit. Wollen wir die Missy nicht zu Ende machen? Natürlich wollen wir die Missy zu Ende machen. Aber also, die Missy rennt ständig weg davon. Klippenschubser. Klippenschubser. Aber wenn er uns schon darauf liegt der Götter, Kommandobunker weg, man kann nur hoffen, nee, das war eine Hauptmission, ne? Zufluchtsort? Folge der Straße? Ne, hä? Nebenmission? Man kann nur. Er tanzt mich ständig mit seinem Hintern an, was soll ich davon halten? Eindeutige Signale. Ich tanze den Bach mit dir. Ja. So. Er ist läufig. Der Brief aus Anitas Büro auf der Burg Blala. Bunkercode namens Skaven. Betrieb kürzlich eingestellt wurde. Es kann sein, dass Einheimische. Er befindet sich auf Norras Steltholm in der Nähe der Kirche von Steltholm. Ach ja, genau. Dann können wir ja zur Kirche porten. Ja, so ganz zurück sozusagen, ne? Nee, das ist so Mitte, glaube ich, ne? Diese Saltholm oder Saltham? Nora Saltholm. Block. Ja, Nora Saltholm ist ja die Kirche oben beim Trecker da, auf der Insel, wo wir gerade rumgeeiert sind. Ja, wo ich noch. 2,89 Kilometer von hier aus. Nora Saltholm. Ja, gut, okay. Saltholm. Nora Saltholm. Ja. Kirche, Unterschlupf. Wegpunkt entfernt, Schnellreise. Schlick! Ja. Und ab dafür. Wegpunkt gelöscht. Scheint zu Ende sein, ohne die Seriennummer zu lesen. Also dazu muss man sagen, dass Andi und ich, haben das alles schon mal gemacht. Und wir ersetzen jetzt halt nur Ingald, der uns ja, sag ich mal, verlassen hat auf so... Mit... Was? Das ist groß an. Das ist ein dicker. Oh, ja. Richtig großer. Hier durch die Scheibe kannst du ihn sehen. Oh, ja, ich sehe ihn. Kann man hier durchschießen? Und da laufen auch noch ein paar Helper in der Gegend rum hier. Wollen wir ihn attackieren oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Höhle ist gefährlich, wollen wir den angreifen? Warte, lass mich bitte rein. Ich muss einmal Waffe wechseln. Er braucht noch die Panzerfaust. Und wir müssen ihm Geleitschutz geben für die Kleinen. Ein Schuss. Geil. Ja, dann tu mir einen Gefallen. Da fliegt noch so eine Drohne in der Gegend rum.
Ah, guck, er geht zu dem Feuerwehr. Da kommt noch ein mittlerer, also nein, eigentlich ein großer. Ah! Boah! Der Raketenwerfer. Wir haben Raketenwerfer. Ah, Scheiße. Ich bin tot. Mir geht's auch nicht mehr so gut. Man braucht keine Scheiße lange zum Nachladen der Raketenwerfer. Ich wollte eigentlich von hinten an ihn ran. Vorsicht, der kommt leider. Das ist der richtige. Ich bin hinüber. Oh shit. Keine Ahnung, das ist nicht hier. Weil das letzte Mal haben wir mit einem Schuss in den Rücken weggekriegt. Okay, sehr schön. Ist er tot oder nicht? Nein. Offenbar nicht. Jetzt. Achso, jetzt ist ziemlich tot, ne? Ich habe ihn in den Rücken geschossen. Das war nicht nett, aber effektiv. Warum verschwende ich Adrenalin? Also, wir haben hier noch nie Adrenalinmangel gehabt. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe gerade das erste Mal eine Spritze gebraucht. Alter. Alter Schwede. Der war ordentlich. Boah, Spezialmunition. Raketenmunition. Alter, das ist schon wieder so ein Bug. Das Feuerwerk geht nicht aus. Nervt gar nicht. Das in ihm drinne. Habt ihr Raketenmunition bekommen? Ja. Haben. Die müsste von mir noch in ihm drin stecken. Ja, habe ich eingesammelt. Ist gut. Das hat was hier, Armin, das hat für mich was mit dem Spielfeeling zu tun, ja. Dann hab ich den Eindruck, ich hätte das Ganze überlegt. Wieso bewegt das Vieh sich überhaupt? Kuschelst du mit dem Teil gerade, Kanda, oder was ist das? Nee, ich muss. Er steht da und das Ding fängt an sich zu bewegen und fängt an zu kuscheln. Da. Das ja, das stört mich überhaupt. Kommt mir schon ein bisschen komisch vor jetzt. Ist das doch ja Monitor abgelegt? Alter, ist das nicht stört. Puh, so. Geh mal an den Sack zwischen deinen Beinen. So, mach mal, ich leg noch mal einen ab für Kanda, ist zwar nicht viel, aber ich leg mal einen ab. Ja, genau. Ja, Alter, ich leg dir doch mal richtig einen ab, ey. Ihr könnt mich auch noch gern haben. Ich finde einen Großteil der Wachs hier irgendwie gar nicht. Ich hab doch hier ein paar Viecher erledigt, noch so kleine, ne? Ja, ja. Auf der Koppel. Finde ich irgendwie alles gar nicht. Wo? Auf der Koppel? Ja. Komm gleich. Auf jeden Fall. Wo hab ich denn noch 10 Munition? Ich hab dir hier dieses hochexplosive Mehrzweckgeschoss hingelegt. Genau, da ist einer. Hier ist noch einer. So, wo bist du überhaupt, Kanda? Genau da. Siehst du, da kann ich für dich nämlich hier auch noch ein bisschen Schrotmunition hinlegen. Ja, ich habe ja auch noch ein Schuss Schrot wieder eingesammelt. Den haben wir. Ja, ich bin schon da. Wo sind wir hin? Ja. Vollmantelmunition für Maschinenpistole. Kann weg. Mittlere Brennstoffzelle. Wir benutzen die Dinger einfach nicht. Ich habe eine Weite. Aber den Giftgasbehälter, den benutzen wir noch viel. Ich verstehe nämlich, was das soll. Giftgas. Aber die Maschinen vergiften? Wer weiß, was da kommt.
Wenn du jetzt wegfliegst, wirst du später denken. So wie. Ja, wollt ihr noch? Ich hab da noch einen Moment. Wie lange wir noch wollen? Von mir aus können wir noch einen Moment. Wie denn das? Ja. Ja, weiß ich nicht. Können wir mal ganz kurz von hier weggehen, lege das Feuerwerk auf den Keks. Jo. Ich höre das Gott sei Dank gar nicht. Echt? Ich höre das schon. Jetzt muss ich tatsächlich überlegen. Wo müssten wir denn jetzt... Ja, wir sind ja direkt hier an... Sonst lass uns in die Kirche gehen und dann lass uns für heute Schluss machen. Och, immer in der Kirche. Mach doch nicht Schluss. Wie sieht's aus? Wollen wir Freitag dann auch Stream machen? Wollten wir sehen? Ja, ich muss das ja mal abschnacken, wie meine aufnehmen. Was war das denn? Du hattest doch gesagt, dass du Freitag kannst, oder? Ah, das, ja, ja, habe ich jetzt entschieden. Ach so. Also da wäre auch Score wieder mit bei, sprich, wir wären zu viert. Und ich habe Score auch mal ein bisschen die Ohren lang gezogen, von wegen einfach nicht kommen. Ja, hier ist ein Sammelgegenstand. Ach. Ein Pferdchen auf der Orgel. Ein Pferdchen auf der Orgel, ja, ja, das hab ich gefunden. Ah, jahrelang geübt. Hast du lange für geübt, ne? Ja, eine Stunde. Kannst es nicht lassen. Eine Stunde, genau. Und auch so der Schnelllerner bist. Oh, kann man vielleicht drauf hüpfen? Ja, aber man kann die zum Schaukeln bringen. Ah! Hand drauf. Gleich schwimmen, pass auf, und? Ah! Da! Herr Küster, da hat jemand Löcher in das Bild gemacht. Wo? Das? Ja. Das, Alter. Das habe ich aufgenommen, das zeige ich deinem Chef. Obwohl, dein Chef hat das gesehen. Ist das Grummel oder so? Der sieht doch sowieso alles. Vor allem auch geil, ne? Weißt du, du kommst hier. Kommst hier aus der dunklen, düsteren Kirche, gehst hier auf dieses Portal zu, ja, gehst hier hin, machst das auf und dann hinten so, und der Wald und die Blätter fliegen, so total kitschig. Voll geil. Verdammt, das war nicht der Plan. Ja. So schnell schiebst du mich hier nicht raus. So, gut. So, ihr Tapferin, es ist noch genau ein Zuschauer da, der sich das tapfer angetan hat hier. Der andere Zuschauer bin ich selber im Übrigen, weil ich da oben sehen möchte, was passiert, weil ich das sonst hier irgendwie nicht so sehen kann. Vielen Dank für die Übertragung. Habe ich auch noch nicht rausgefunden, wie ich den Chat so nebenbei sehen kann. Ja. Und wie gesagt, Freitag dann hoffentlich World War Z als Stream. Das wird Bloody Mary. Das wird Bloody Mary, genau. Zu viert und wir sind auf Schwierigkeit normal. Es wird finster. So ist es. So, ihr Süßen, dann machen wir mal Feierabend. Ich lock mich hier mal schon mal aus. Okay. Und ja, dir auch einen schönen Abend, Armin. Dann sehen wir uns vielleicht sehen wir uns am Freitag wieder oder irgendwie ein anderes Mal. Ich denke, wir werden jetzt in Zukunft, nachdem ich das hier so einigermaßen zum Laufen bekommen habe, werden wir ja häufiger mal streamen einfach. Dann schauen wir mal. Alles klärchen. Gutikowski! Hallo. Dan. Euch beiden erstmal tschüss. Jo. Bitte. Wir, gute Nacht, dann Freitag. Genau. Halt Freitag und vorher nochmal gucken, ob wir irgendwelche Updates laden müssen, ne? Genau. Unbedingt. Unbedingt. Alles klar, bis dann. Tschö. Ciao. So, ich weiß gar nicht, ob du
mach zuerst Armin, aber ciao.